Und wir haben uns dann gedacht, wir nehmen dann nochmal so ein Feature, was wir uns ziemlich mehr in der Tiefe angucken wollen, und zwar das ZFS-File-System, was so ein bisschen auch eines der beliebtesten Features oder das, was am meisten Presse bekommen hat, oder vielleicht auch für viele auch das nützlichste Feature ist, weil mit ZFS kann man sich zu Hause seinen eigenen Heimserver bauen, der eine ähnlich hohe Datensicherheit erreichen kann, wie es sich manche Bank vielleicht erträumen möchte. Und wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen genauer in die Tiefen von ZFS ein, wie funktioniert das eigentlich? Weil man kann sich natürlich hinstellen und sagen, haha, ZFS ist total zuverlässig und voll cool und schnell und alles. Und dann steht man davor und sagt, ja, red du nur. Damit man dann so ein bisschen weiß, was da eigentlich dahinter steckt und welche Algorithmen da verwendet werden. Dieser Vortrag, den wir hoffen in einer Stunde oder sowas hinter uns kriegen können. Hier nochmal kurz vom Wolfgang, wie er schon gesagt hat, so ein bisschen die Zusammenstellung der vielen Projekte. ZFS ist nur ein Baustein davon, aber wenn man einen OpenSolaris-Server nimmt mit ZFS und die anderen Projekte dazu, dann kann man guten Gewissens behaupten, daraus eine wunderbare Storage-Maschine zu bauen, die ein großes, teures Storage-System ersetzen kann. Und da spielt halt ZFS schon eine sehr, sehr starke Rolle. Vielleicht fangen wir mal mit einer kleinen Anekdote an. Das ist wirklich eine wahre Geschichte, wie sie an der Uni Ulm passiert ist. Wer will, kann dort den Thomas Nau fragen, der kann einem das gerne in allen Farben erzählen. Der betreibt nämlich dort einen Mail-Server. Der Thomas ist ein großer Fan von ZFS, er hat auch sehr viel auf ZFS umgestellt, nur damals, das war glaube ich vor 2 Jahren, da hatte er noch nicht den Mail-Server auf ZFS umgestellt. Das ist eines dieser Projekte, ja, irgendwann machen wir das mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, aber soweit ist es leider nicht gekommen. Dabei hat er doch alles richtig gemacht. Er hat irgendwie 2 Server genommen, die an 2 verschiedenen Standorten im Campus aufgestellt waren. Es gab 2 verschiedene RAID-Storage-Systeme. Das war alles mit dem SAN verbunden und es war alles redundant ausgelegt. Es wurde gespiegelt über beide Standorte. Und UFS-Logging war aktiviert, also alles, was man normalerweise laut Handbuch hätte richtig machen können. Aber inklusive sogar regelmäßiges Backup und regelmäßige Restore-Tests, das ist wichtig. Ne? Wer macht ein Backup? Wer hat schon mal einen Test-Restore gemacht von seinem Backup? Sollte man unbedingt mal gemacht haben. Aber es kam, wie es kommen musste. Er hat irgendwann mal ein System-Panic gesehen. Und die Fehlermeldung hieß Freeing Free iNode. Und wer sich so ein bisschen mit Filesystemen auskennt, der weiß, das ist so eine Fehlermeldung, wo dann das Filesystem sagt, ich weiß hier gar nicht mehr so richtig, was mit meinen Daten ist, weil eigentlich wollte ich diesen Block freigeben, aber der ist hier schon als frei markiert. Irgendwas ist hier ganz furchtbar schief gelaufen. Und dann macht ein Filesystem das einzig Richtige, nämlich ein Panic zu machen. Panic bedeutet, ich traue mich nicht mehr runterzufahren, weil ich könnte ja was kaputt machen. Wenn ich schon nicht mehr weiß, wie mein Filesystem tickt und welcher Block da überhaupt wie wichtig ist, dann halte ich lieber den Prozess komplett an, damit ich wenigstens gedebuggt werden kann. Naja, was macht man nach dem Panic? Man versucht das System wieder zu booten. Und dann macht man bei einem normalen Filesystem einen Filesystem-Check. Und der Filesystem-Check dauerte 10 Stunden. Das war halt ein ziemlich großer Mail-Server mit ziemlich vielen kleinen Dateien. 600 GB oder was, kleine Dateien oder was, das dauert dann schon mal 10 Stunden, bis ein Filesystem-Check durchläuft. Nach diesem Filesystem-Check hat er versucht, den Meister wieder online zu nehmen und dann kam wieder der gleiche Panic mit dem gleichen Fehler. Das heißt, dieser Filesystem-Check hat ihm nicht viel gebracht, also hat er sich entschlossen, das Backup wieder einzuspielen und da zahlt es sich aus, dass man das Backup auch wirklich mal getestet hat. Nach 7 Stunden Backup einspielen, hat er dann versucht, aus einer Read-Only-Kopie seiner 2. Spiegelhälfte einen AirSync zu machen, um wenigstens noch ein paar Dateien rüber zu retten. Und alles in allem hatte er ungefähr 2 Tage lang einen kompletten E-Mail-Totalausfall für die ganze Uni, weil das war nicht gut. Nach vielen Recherchieren, Ausprobieren und, unter anderem dank ZFS, weiß er, was die Ursache gewesen war. Und die Ursache war ein defekter Fiber-Channel-Adapter, der still und klammheimlich Daten verändert hat. Das heißt, der hat einfach aus Einsen Nullen gemacht und aus Nullen hat er Einsen gemacht, ab und zu mal nach Belieben, ohne dass das jemand mitbekommen hat. Ja, jetzt fragt man sich, wie passiert sowas? Es gibt viele Gründe, warum sowas passieren kann. A, ein Netzteil erzeugt zum Beispiel temporär eine leichte Überspannung, ja, Stromschwankungen oder was. Und wenn dann das Netzteil dann diese Stromschwankungen nicht richtig abfangen kann, dann kann aus einer Null schon mal eine 1 werden. Es gibt auch andere Gründe, warum sowas passieren kann. So eine, wer vielleicht von euch Elektrotechnik studiert, der weiß, dass ein Signal entweder 0 oder 1 sein sollte, aber in der Praxis ist das eine sehr viel ungenauere Geschichte. Man hat eigentlich irgendwelche sehr komplizierten Rauschmuster und die Elektronik muss dann entscheiden, ist das jetzt eine 1 oder ist das jetzt eine 0? Also da kann auch mal passieren, dass irgendwo ein Handy an der falschen Stelle irgendwelche Wellen aussendet, die irgendwo an der falschen Stelle wieder aufgefangen werden und dann werden aus 0 und 1 und umgekehrt.
Egal, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, es war ein kaputter Fiber-Channel-Adapter, der Daten korrumpiert hat. Wenn korrupte Daten auf der Platte gespeichert werden, also ein iNode, dann kann auch mal so eine Blocktabelle kaputt sein. Und in dieser Blocktabelle steht dann plötzlich drin, dass dieser Block schon frei ist, obwohl er eigentlich nicht frei sein darf. Und durch sowas kann man ganze File-System-Panics erzeugen. Wie schützen wir uns davor? Und das ist eines der Beispiele, wo ZFS definitiv helfen kann. Hier nochmal ganz kurz der ZFS-Spickzettel. Das sind die Punkte, die wir gleich der Reihe nach durchgehen. Das sind die wichtigsten Punkte im ZFS-File-System. Im ZFS redet man von Pools statt Volume Manager File-System. Das heißt, die Trennung zwischen Volume Manager und File-System oder die Trennung zwischen RAID-Controller und File-System ist in ZFS aufgehoben. Das ist jetzt eine gemeinsame Einheit. Und da redet man von Pools. ZFS hat eine sehr stark skalierbare Baumstruktur, die 128 Bit zur Adressierung nimmt. Man kann natürlich ausrechnen, dass das brutal viel Platz ist, aber das ist einfach nur der nächste logische Schritt für den Informatiker nach einem 64-Bit-File-System. So ist das eben. Was vielleicht interessanter ist und was uns vor dem File-System-Check bewahrt, ist, dass ZFS eine transaktionsorientierte Semantik hat, die Write benutzt. Das heißt, jede Transaktion in ZFS hat die Sicherheit von einer Datenbank. Entweder die Transaktion ist 100% erfolgreich verlaufen oder die Transaktion ist 100%ig gescheitert und man bekommt eine saubere Fehlermeldung. Das heißt, man hat immer einen definierten Zustand und keine Zwischenzustände, wie zum Beispiel bei einem normalen Filesystem, wenn der Strom ausfällt und man einen Filesystem-Check machen muss, um herauszufinden, ja, wo war denn gerade mein Filesystem, während ich gerade 100 MB geschrieben habe und dazwischen der Strom ausgefallen. Dann gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, Snapshots zu machen, und zwar beliebig viele. Und ein Snapshot ist ganz einfach der Zustand des Filesystems zu einem bestimmten Zeitpunkt als Read-Only-Ausgabe. Man kann einen Snapshot wieder zu einem schreibbaren Filesystem umdeklarieren, dann hat man einen Clone. Das heißt, man hat dann einen kompletten Clone, wo man den Zustand des Filesystems von gestern hat und man kann dann wieder drauf schreiben, also so eine Art Fork erzeugen. Und diese beiden Zustände vom Filesystem, die können dann nebenher existieren. Man kann also zum Beispiel, wenn man jetzt ein großes Entwicklungsprojekt hat, macht man einen Snapshot, macht den Snapshot zum Clone und dann hat man eine Kopie von seinem Filesystem, auf der man weiterarbeiten kann und kann darüber seinen Fork implementieren und hat dann, wie wir gleich sehen werden, den Vorteil, dass Daten, die von beiden verwendet werden, nur einmal gespeichert werden müssen. Was auch sehr wichtig ist, im ZFS gibt es Datenintegrität. Datenintegrität heißt ganz einfach, wenn ich ZFS eine Datei gebe und sie nachher wieder lese, dann kriege ich die Garantie, dass das, was ich gelesen habe, auch wirklich das gewesen ist, was ich damals geschrieben habe. Wenn dazwischen was kaputt geht, wenn ein Bit kippt, dann kann ZFS das hundertprozentig genau herausfinden und mir eine saubere Fehlermeldung geben. Und es gibt diesen Zustand nicht, dass irgendwie mal ein Bit kippen kann und kriegt es mit. ZFS kriegt das alles mit. Damit kann man dann, also aus diesen ganzen Sachen, kann man selbstreparierende Spiegel bauen, also Spiegel, die nicht einfach nur auf die andere Platte wechseln, wenn die erste Platte sagt, huch, ich bin kaputt, sondern die auch dann Reparaturmöglichkeiten bieten, wenn eine Platte anfängt, kaputte Daten zu liefern und es selber gar nicht mitbekommt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Was man spiegeln kann, kann man auch mit RAID 5 Algorithmen machen. Und ZFS unterstützt dann RAID 5, unterstützt auch einen RAID 6 Algorithmus und sogar einen RAID Algorithmus mit dreifacher Parität. Weil einfach die Platten werden größer, die Fehlerquote wird immer größer und so ist es auch demnächst notwendig, dass man auch dreifache Parität fährt. Ja, und das ist jetzt alles relativ komplexe Technologie, die man aber doch noch ganz einfach administrieren kann mit nur diesen beiden Befehlen, die der Wolfgang schon angedeutet hat. Wenn man nachher noch ein bisschen Zeit hat, dann probieren wir die einfach mal aus. Und im Grunde ist ZFS eine komplette Neuentwicklung des gesamten Filesystemmodells auf der grünen Wiese. Das heißt also, wenn man damals haben sich die Entwickler gesagt, pass auf, wir schmeißen alles weg, was wir über File wissen und fangen ganz von vorne an. Wenn wir heute mit den heutigen Möglichkeiten und unter dem, was wir heute wissen, was Platten so können und nicht können, neu anfängt, was käme dann dabei raus? Und das ist die Idee hinter ZFS. Fangen wir an mit diesem Pool-Konzept. In der normalen Welt hat man eine 1:1 Beziehung oder Trennung zwischen Filesystemen und Volume. Das heißt, ich habe ein Volume, das ich mir durch den Volume Manager erzeugen kann oder ich lasse mir von meinem RAID Controller ein Volume geben. Dieses Volume könnte ein Spiegel sein. In diesem Beispiel habe ich also zwei Platten mit einem Volume Manager gespiegelt, dann bekomme ich eine virtuelle Platte und auf dieser virtuellen Platte mache ich ein Filesystem. Und das Blöde an dieser Situation ist, dass ich so ein bisschen haushalten muss. Ich muss vorher wissen, für welches Filesystem ich wie viel Platz vorhalten soll. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel einen Fall, da hat also die Abteilung, die sich diesen Spiegel hat einrichten lassen, die haben gut geflunkert, die haben gesagt, unser Projekt ist voll brutal wichtig, wir brauchen unbedingt 20 Terabyte Platz.
Aber nach 2 Jahren ist das nur zu 10% ausgelastet, weil die einfach nicht vorangekommen sind mit ihrem Projekt. Das heißt, hier liegt Plattenplatz einfach so brach. Woanders gibt es eine andere Abteilung, die waren vielleicht ein bisschen bescheidener oder sie wussten gar nicht, wie wichtig ihr Projekt werden würde oder wie auch immer. Das sind dann die Leute, die alle zwei Wochen kommen und sagen, ah, unser Platz reicht nicht, könnt ihr uns unser Volume vergrößern und unser Filesystem vergrößern. Und das bedeutet jedes Mal Arbeit für den Administrator. Noch dazu hat man dann auch ein gewisses Performance-Problem. Wenn ich hier dieses Filesystem betrachte, ich kriege nur die Performance, die mir diese beiden Platten liefern können und nicht mehr. Und es gibt auch groteske Fälle, wo eben ein Administrator gezwungen ist, sehr, sehr viele Platten zu konkatenieren oder zu spiegeln, einfach nur um die Performance in Form von IOPS zu bekommen, weil einfach das ein wichtiger Mail-Server ist. Da zählt es gar nicht, wie viel Platz ich speichern kann, sondern es zählt einfach nur, wie viele Spindeln ich in meinem Volume gehabt habe, damit ich eben diese schnellen Schreib- und Forderungen abfangen kann. Und ich habe nicht die Möglichkeit, die Performance von anderen Platten mitzunehmen. Bei ZFS ist es anders. Ich habe also sozusagen eine Kooperation zwischen Filesystemen und Volume. Ich kann also in ZFS einen Spiegel zu einem Pool zusammenfassen und den nächsten Spiegel daran konkatenieren und dann wieder einen Spiegel daran konkatenieren und so weiter und so fort. Und so kann ich mir einen Pool bauen, der relativ groß ist, der also hier so groß ist wie diese 4 Spiegel zusammen. Und unabhängig davon kann ich auf diesen Pool beliebig viele Filesysteme anlegen. Das heißt, ich kann dann mich aus diesem Pool sozusagen dynamisch bedienen. Das heißt, dieses Filesystem kann potenziell den gesamten Pool nutzen oder nur einen Teil davon oder wie immer das halt sein soll. Das ist vielleicht am ehesten zu vergleichen mit einem ganz normalen Memory Management in der Maschine. Wenn mein Programm sagt, ich hätte jetzt gern mal 2 GB Arbeitsspeicher, dann kriegt er das aus dem Hauptspeicher zugeteilt und kann damit machen, was er will, und das gibt er dann nachher wieder zurück und dann kann jemand anders den gleichen Hauptspeicher nutzen. Genauso funktioniert das mit den Pools. Wenn ich da in dieses Filesystem eine große Datei reinschreibe, die 2 GB groß ist und sie später wieder lösche, dann wird dieser Speicherplatz wieder in den Pool zurückgegeben und jemand anders kann diesen Speicherplatz in Anspruch nehmen. Damit jetzt das Ganze nicht außer Kontrolle gerät und jetzt die eine Abteilung gierig, wie sie ist, alles reinspeichert und mehr als sie soll, kann ich in Filesystemen Quotas anlegen. Ich kann also einem Filesystem sagen, du darfst nicht mehr als so und so viel Terabyte speichern. Oder ich kann für paranoide Abteilungen sagen, die einfach den anderen Abteilungen nicht vertrauen und sagen, die nehmen mir immer den Platz weg und wenn ich dann mal was speichern will, dann ist der Pool gleich wieder voll, kann man für die Reservierungen anlegen. Das heißt also, man kann erreichen, dass man die Vorteile von diesem Modell auch hier hinüber rettet, indem man eben Quotas und Reservierungen pflegt. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, ich habe hier die Möglichkeit, die gesamte Performance von allen Platten auf einmal zu nutzen. Wenn also dieses Filesystem hier zum Beispiel auf einmal ein unter hohe Last gerät und sehr viele Schreibrequests bekommt, dann hat es die Möglichkeit, die gesamte Last auf alle Platten auf einmal abzufedern. Das heißt, ZFS wird automatisch parallel alle Platten beanspruchen, um diese großen Anforderungen abzuarbeiten und hat dadurch immer die Performance von allen Platten auf einmal zur Verfügung, egal wer jetzt gerade auf die Idee kommt, da groß Performance zu brauchen. Das heißt, man hat eine sehr hohe Flexibilität mit diesem Pool-Konzept und man hat auch die Möglichkeit, mehr Performance zu bekommen. Und zwar wird das immer besser, je mehr Platten ich dranhänge. Mein Pool wird ja irgendwann mal voll werden, dann hänge ich halt 2 Platten dran, mein Pool wird größer und wird dann automatisch auch performanter, weil ich einfach mehr Spindeln bekomme, die Schreibarbeit abnehmen können. Das heißt also, in diesem Pool-Konzept hat man eine Kooperation zwischen Filesystemen und Pools und dynamisch kann man beliebig viele Filesysteme anlegen, um sich auf den Pool zu bedienen. Man kann auch mehrere Pools anlegen, aber wie gesagt, wenn man einen Pool hat, hat man beliebig viele Filesysteme. Hier sieht man so ein bisschen, wie die Baumstruktur von ZFS funktioniert. Das ist also die Datenstruktur der Blöcke auf Platte. Wenn man so nachschaut, was speichert denn ZFS denn so auf einer Platte? Eine Platte ist aufgeteilt in Blöcken und man muss sich in diesen vielen Blöcken, die so eine Platte zur Verfügung stellt, irgendwie zurechtfinden. Und das ist die Baumstruktur, die ZFS dafür benutzt. Das ist eine Baumstruktur, die bei einem Überblock anfängt, der heißt wirklich Überblock, nur dass die Amerikaner keine Ü-Pünktchen kennen und den Überblock schreiben oder auch mal Überblock sagen, aber wir Deutschen, wir können Überblock sagen, weil wir wissen, dass es ein Ü sein soll. Und dieser Überblock ist der Einstieg in die gesamte Datenstruktur, die diese gesamten Pool beschreibt. Nach einem Überblock werden typischerweise Metadatenblöcke über Zeiger referenziert. Metadatenblöcke sind Blöcke, die ich brauche, um an die eigentlichen Daten ranzukommen. Das heißt, da sind noch keine Daten gespeichert, sondern eigentlich sind da nur Zeiger auf die nächste Ebene von Metadatenblöcken. Und irgendwann einmal sind in den Metadatenblöcken Zeiger auf Datenblöcke, wo die eigentlichen Daten zu finden sind.
Hier sind Directory-Strukturen abgelegt, hier sind die Nutzerdaten abgelegt, hier sind die ACLs abgelegt. Also alles, was ich eigentlich speichern will, ist in Datenblöcken drin. Und die Metadatenblöcke haben nur die Funktion für ZFS, sich innerhalb dieser ganzen Blöcke auf den Platten zurechtzufinden. Die Hierarchie ist, dieser Ansatz ist übrigens sehr schnell und skalierbar. Wenn ich eine frische Platte habe, die habe ich ausgepackt und ich mache mir darauf einen frischen neuen Pool, dann muss ich nur einen Überblock, einen Metadatenblock und zwei, drei Datenblöcke schreiben, wo dann das leere Verzeichnis drauf ist und ich bin fertig. Ich muss also nur eine Handvoll Blöcke auf Platte schreiben und ich muss nicht mehr formatieren oder irgendwas anderes tun, sondern ich schreibe einfach meine Blöcke weg und dementsprechend schnell ist der Befehl. Wenn ich zpool create und dann suche ich mir einen Poolnamen aus und dann sage ich ihm, auf welchem Device, dann kommt der Befehl nach einer Sekunde wieder zurück und mein Pool ist fertig, egal ob es eine Terabyte-Platte war oder wie groß die Platte gewesen ist. Das heißt, ich habe hier eine Datenstruktur, die sehr effizient mit großen Platten umgehen kann. Das ist so eins der Ziele hinter ZFS, dass man für dieses Petabyte-Zeitalter das richtige Filesystem hat. Wer hat denn schon mal ein Filesystem auf einer Petabyte-Platte angelegt? Das kann mal ein paar Stunden dauern, oder? Was macht denn so ein normales Filesystem eigentlich während des Format-Vorgangs? Der baut sich einfach nur so Schilder hin, nämlich diese Inodes. Das ist so, wie wenn man eine Stadt auf der grünen Wiese bauen würde. Man hat eine grüne Wiese, man weiß noch nicht, wer kommt, ob jemand ein Industriegebiet oder ein Wohngebiet anlegt, aber man legt erstmal Straßen überall an und hat erstmal 5 Jahre Zeit, tut 5 Jahre nichts anderes als Straßen anzulegen und erst später kommen die Leute und bauen die Häuser dahin. Das ist natürlich Humbug. ZFS ist da viel schlauer. Der legt einfach nur einmal eine kleine Straße an, so eine Gasse sozusagen, und schreibt da rein, okay, dieser Pool ist leer. Und heißt so und so viel und dann schauen wir mal, was kommt. Und wenn dann was kommt, dann werden neue Metadatenblöcke angelegt. Das heißt, man schreibt da neue Blöcke hin, muss darauf zeigen, legt die dafür passende Metadatenblöcke an und das gesamte Filesystem wächst also natürlich und organisch mit den Daten, die drauf gespeichert werden. Das Ganze ist eine sehr flache Hierarchie, also auch bei einem großen Filesystem braucht man ungefähr 5 Sprünge durch diese Ebenen, um an die eigentlichen Datenblöcke ranzukommen. Ist also relativ schnell und effizient. Das liegt daran, dass man pro Metadatenblock 256 Pointer unterbringen kann. Und wer so ein bisschen nachrechnen, so 256 hoch 200 hoch 2 und so weiter und 3 hoch 4, dann kommt man relativ schnell in den Terabyte-Bereich. Die Metadatenblöcke, das sind sozusagen die wichtigsten Blöcke auf der Platte überhaupt, die brauche ich, um mich zurechtzufinden, die werden dreifach abgespeichert. Also schon, wenn ich ein ZFS auf meiner Laptop-Platte anlege und diese eine Platte ist nicht gespiegelt und es gehen Daten dort verloren, dann findet sich ZFS wenigstens zurecht und kann mir noch sagen, ob Datenblöcke betroffen sind und wenn ja, welche, weil diese Metadatenblöcke dreifach abgespeichert werden. Und der Überblock, der wird noch viel öfter abgespeichert. Der wird am Anfang der Platte gespeichert und dann wird er am Ende der Platte gespeichert in einer Liste mit 128 Einträgen. Und es wird nicht der alte Block einfach überschrieben, sondern es wird einfach ringförmig in der Liste der nächste Überblock eingeschrieben. Das heißt also, selbst wenn was kaputt gehen sollte, was ganz schlimm und schief gehen sollte, wenn also jemand aus Versehen mit DD-Nullen an den Anfang der Platte geschrieben hat, dann kann ich mir Überblöcke aus dem Ende noch nehmen, wo noch diese zusätzlichen Kopien sind. Jeder Überblock wird 4-mal abgespeichert, 2-mal am Ende, 2-mal am Anfang und dann noch in dieser ringförmigen Datenstruktur. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich mir halt einen alten Überblock nehmen. Diese Überblöcke sind die pro Dateisystem, was ich drauf mache, eins oder pro Pool? Pro Pool ein Überblock und dann gibt es nochmal pro Device einen Überblock, der dann irgendwie zusammengefasst wird. Also pro Device ist es eigentlich ein Überblock, aber dann gibt es nochmal eine übergeordnete Struktur, die dann für den ganzen Pool gilt. Ja, und die Blöcke, die können dynamisch groß sein. Das heißt, ich muss gar nicht mehr tunen. ZFS kriegt mit. Ist das jetzt eine kleine Datei, dann reicht ein kleiner Block, der vielleicht nur 1K groß ist. Oder ich speichere meine ganze Filmsammlung drauf, dann kriegt ZFS schnell mit, oh, die Blöcke, es sind ziemlich viele Dateien, die sind alle sehr, sehr groß. Dann nehme ich mal einen ganz großen Block, der ist dann 100K groß oder 50K groß, mein Block. Das heißt, ich kann über diese dynamische Blockgröße den Overhead, den ich für meine Metadaten habe, immer sehr gering halten und mich dynamisch der Lastanforderung anpassen. Und der typische Overhead, den dieser ganze Metadatenbaum verschlingt, ist typischerweise unter 1%, also eigentlich nicht so groß. Und wie gesagt, er wächst halt mit den Daten organisch mit. Wie funktioniert jetzt ein Schreibvorgang? Und das ist jetzt eine Transaktion, die datenbanktechnisch atomar funktioniert. Das heißt, ich habe hier meinen alten Zustand mit dem Baum, so wie er vor dem Schreibvorgang ist. Ich speichere jetzt was Neues ab, zum Beispiel sage ich im VI halt Doppelpunkt B oder was. Dann werden die neuen Daten in neue Blöcke reingeschrieben. Das sind diese orangenen Blöcke. Das heißt, die alten Daten werden noch nicht überschrieben.
Ich suche mir frische Blöcke auf der Platte aus, die noch nicht belegt sind, und schreibe dort die Daten rein, die ich schreiben will. Wenn jetzt der Strom ausfällt, dann ist nichts kaputt gegangen, weil die alten Blöcke sind alle noch da, wie sie sind. Der gesamte alte Baum bleibt erhalten, so wie er gewesen ist. Ich habe also keinen Grund mehr, einen File-System-Check zu machen. Wenn der Strom ausfällt, ist es so, als hätte ich die Datei nicht geschrieben, als hätte ich den letzten Schreibvorgang nicht erledigt. Damit ich meine neuen Datenblöcke finde, muss ich auch neue Metadatenblöcke anlegen. Auch die schreibe ich mir in freie Stellen hin. Und so zieht sich das Ganze hoch, den ganzen Baum, bis ich am Ende einen neuen Überblock schreibe. Und ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben eine Liste von 128 Überblöcken. Die ist versioniert, das heißt also, der nächste Überblock kriegt eine höhere Versionsnummer und kommt an die nächste freie Speicherstelle in diesem Ring von 128 Überblöcken rein. Und erst wenn der Überblock erfolgreich geschrieben ist und Überblöcke sind in sich selbst nochmal durch eine Checksumme abgesichert, wenn also der Überblock komplett und vollständig fertig geschrieben ist, ist die Transaktion abgeschlossen. Und das bedeutet, ich kann zu jedem Zeitpunkt Stromausfall machen oder irgendeinen anderen Fehler einbauen. Ich habe entweder den Zustand meines blauen Baumes, so wie er vor der Transaktion gewesen ist, oder ich habe den Zustand von diesem Baum, der zum Teil aus alten Blöcken besteht, zum Teil aber aus neuen Blöcken besteht, aber erst durch das erfolgreiche Schreiben meines Überblockes ist dieser Zustandsübergang abgeschlossen. Ich habe die Daten jetzt dann und die alten noch drauf. Kann ich einen Rollback quasi auch machen? Bitte? Man kann einen Rollback machen. Es gibt so ein paar Fälle, wo man das gerne möchte. Dazu komme ich später nochmal. Was passiert denn, wenn jetzt die Platte, sagen wir mal, zu 99% voll ist und ich möchte eine Datei speichern, die kleine Änderungen hat, sagen wir mal 100 Gigabyte oder sowas, nochmal drauf über meine alte Datei rüber? Das geht nicht. Man kriegt dann die Fehlermeldung, dass die Platte voll ist. Okay. Es gibt einen kleinen Fall, der ganz am Anfang sogar aufgetreten ist. Was ist, wenn meine Platte voll ist und ich möchte was löschen? Auch ein Löschvorgang ist ein Vorgang, der mit dieser Transaktion gemacht werden muss. Auch für einen Löschvorgang muss ich erstmal neue Blöcke schreiben. Ich muss nämlich die Datenblöcke schreiben, in denen der Eintrag aus dem Verzeichnis rausgenommen wurde von der Datei, die ich löschen will. Und in ganz frühen Versionen von ZFS hatte man die Möglichkeit, in diese Sackgasse zu gelangen. Das war dann unangenehm. Deswegen reserviert sich ZFS eine Menge von Blöcken für genau diesen Fall. Das heißt also, es gibt dann, die ZFS sagt einfach etwas früher, dass die Platte voll ist und hat noch genügend freie Blöcke in der Hinterhand, um einen Löschvorgang ausführen zu können. So lernt man es, aber das war jetzt schon ein paar Jahre her. Genau. Aber hier haben wir diesen Fall. Was ist, wenn ich den alten Überblock jetzt nicht wegschmeiße, sondern wenn ich den alten Überblock behalte, dann habe ich einen Snapshot gemacht. Und das ist jetzt das Groteske. Es ist einfacher, einen Snapshot zu machen, als eine Datei normal zu schreiben. Ich muss einfach den alten Überblock nicht vergessen. Das heißt, wenn ich keinen Snapshot mache, kostet das mehr Aufwand, als wenn ich einen Snapshot mache. Weil wenn ich keinen Snapshot mache, muss ich ja Aufwand betreiben, um den alten Überblock als frei zu markieren oder sowas. Ne? Wenn ich mir das spare und den alten Überblock einfach behalte, dann zeigt der alte Überblock auf die alten Metadatenblöcke, die sind hier in blau. Und die alten Metadatenblöcke zeigen natürlich auf die anderen alten Metadatenblöcke. Und ich finde meinen Weg zu den alten Daten, wenn ich mit dem alten Überblock in die Datenstruktur einsteige. Ja, bitte. Meine Frage, muss irgendwo auch eine Struktur sein, in jedem Block festlegt, wo er frei belegt ist. Richtig, es gibt eine Tabelle im ZFS und da steht für jeden Block drin, ob er frei ist oder nicht. Wenn ich also meinen Schreibvorgang erfolgreich ausgeführt habe und keinen Snapshot gemacht habe, dann werden die Blöcke, die jetzt in den früheren Versionen überschrieben worden wären, als frei markiert in dieser Liste. Es gibt eine kürzliche Veränderung in dem ZFS. Es gibt ein paar Festplatten, vor allem billige Festplatten, vor allem billige USB-Festplatten, die keine Schreibreihenfolge einhalten. Das ist unangenehm. Da kann es also passieren, dass man auf seine billige USB-Platte irgendwelche Daten draufschreibt, dann fällt der Strom aus und die Platte hat beschlossen, ach, ich schreibe den Überblock zuerst und dann die anderen Blöcke, weil das passt mir so ein bisschen besser mit der Rotation und dann kriege ich ein bisschen bessere Performance. Ne? Ist leider passiert und fällt der Strom aus und man bootet wieder und dann sagt ZFS, tut mir leid, der Pool ist korrupt. Das ist unangenehm, weil das dummerweise die obersten Blöcke betrifft. Das heißt, man findet gar keine Blöcke mehr, weil die einfach futsch sind. Ne? Und deswegen gibt es jetzt vor kurzem eine neue Änderung in ZFS.
Die alten Überblöcke werden noch etwas länger behalten und auch die Blöcke, die da drauf gezeigt haben, also die unmittelbar danach kommen, die werden etwas später aus der Liste als frei markiert, damit man dann bei Bedarf, wenn das nämlich passiert ist, wenn also die billige Platte die Reihenfolge durcheinander gebracht hat, dann kann man schauen, okay, was passiert, wenn ich den älteren Überblock nehme, ich dann an meine Daten ran, nee, immer noch nicht, und wenn ich dann den nächst älteren nehme, ah, da komme ich an meine Daten ran, dann mache ich dort einfach weiter. Das heißt also, man kann sich sogar gegen den Fall schützen, dass eine Platte die Schreibreihenfolge durcheinander bringt, indem man die alten Überblöcke durchforstet, bis man einen findet, der zu einem validen Fallsystem führt. Aber das ist aber erst seit den neueren Versionen möglich. Das ist erst seit kurzem ins ZFS reingekommen. Das Feature heißt Pool Recovery. Keine Angst, wenn man ein gutes, teures Festplattensystem hat, wie man es normalerweise in der IT einsetzt, dann passiert das nicht, weil die halten die Schreibreihenfolge ein. Wenn man ZFS auf dem Laptop einsetzt, passiert das auch nicht, weil ein Laptop hat einen Akku. Das heißt, die Platte kann auf jeden Fall ihre Transaktion noch abschließen, bevor wirklich Schaden kommt. Aber wenn man sich zu Hause einen Billig-Heimserver anlegt mit lauter USB-Platten dran, wie ich das auch bis vor kurzem gemacht habe, und dann fällt der Strom aus, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dummerweise aufgrund dieser Schreibreihenfolge der Poolcode ist. Dann gab es immer sehr rührende Threads auf der ZFS Discuss Mailingliste. Da gibt es einen Kollegen aus Russland, der heißt Viktor Latushkin, und der ist dafür bekannt, dass er sozusagen der ZFS-Flüsterer ist. Der kann nämlich mit dem ZDB, mit dem ZFS-Debugger, von Hand die alten Überblöcke zurückrollen und damit Pools retten. Das hat er auch ein paar Mal gemacht. Ist nicht so schwer, wenn man sich in den ZFS-Datei-Format so ein bisschen auskennt. Und weil der Viktor wahrscheinlich irgendwann mal Urlaub nehmen wollte, hat man dann gesagt, okay, jetzt automatisieren wir den Viktor mal und bauen das Feature in das ZFS ein. Ja, und wenn ich einen Snapshot mache, dann merke ich mir die alte Wurzel. Die ist in der Regel erstmal als read-only deklariert. Die wird dann auch gemountet wie ein Fallsystem. Man kann da lesen, was gelesen ist. Und man kann das dann auch als write-only, als beschreibbar markieren. Und dann ist das ein Clone. Und man sieht auch hier sehr schön an diesem Bild, dieser Teil des Baumes hat sich nach diesem Schreibvorgang nicht verändert. Das heißt, er wird sowohl von der neuen Version, also von der orangenen Version, als auch von der alten Version verwendet. Das heißt, die Blöcke hier werden doppelt genutzt und ich spare damit Platz. Und das ist sehr schön. Wenn ich also einen Klon mache von meinem ZFS-Filesystem, dann habe ich zwei Filesysteme, die sich anfühlen, als wären sie die Kopie voneinander. Aber ich verbrauche eigentlich nur dann etwas, wenn ich dann anfange, zusätzlich was zu speichern oder zusätzlich was zu löschen oder irgendwelche anderen Veränderungen zu machen. Und das kann man sehr elegant verwenden, um Betriebssystem-Updates zu machen. In OpenSolaris, OpenSolaris wird defaultmäßig mit einem ZFS-Filesystem installiert. Man hat einen Rootpool, wo alles drin ist. Wenn man ein Update macht von dem OpenSolaris-Filesystem, dann macht der Update-Prozess nichts anderes als ein Klon vom aktuellen Root-Verzeichnis. In diesem Klon werden dann zur Laufzeit, ohne dass man irgendwie das System anhalten muss oder was, die ganzen Updates eingespielt und im Group wird dann vermerkt, beim nächsten Boot bitte von dem Klon booten und nicht von dem alten. Und wenn man dann einen Reboot macht, dann hat man sein Betriebssystem-Upgrade aus der Sicht der Benutzer oder der Services, die man gemacht hat, in der Zeit eines Reboots erledigt. Und man muss also nicht runterfahren, einen halben Tag warten, bis alle Updates eingespielt sind und dann wieder hochfahren, sondern man kann in aller Ruhe im laufenden Betrieb ein Update durchlaufen lassen und nach einem Reboot ist man in einem neuen Zustand. Man hat dann auch ein Netz und einen doppelten Boden, weil wenn man nach dem Upgrade feststellt, dass da ein kaputter Patch drin war, dass da irgendein Feature nicht mehr richtig funktioniert und dann ist die große Panik, dann kann man im Group sagen, okay, dann macht man Reboot und sagt im Group bitte von der alten Version booten und dann ist alles so, wie es vorher gewesen ist. Also man hat dann auch beim Upgrade eine sehr schöne Möglichkeit, beliebig viele Versionen zurück wieder im Betriebssystem zurückzubooten. Ja, und jetzt kommen wir zu der Datenintegrität. Das ist ein bisschen eine konfuse Folie, die müsste ich eigentlich mal neu machen, aber mir ist jetzt kein besserer Weg eingefallen. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Block auf eine Platte schreibe? Das heißt, irgendein Filesystem, es ist jetzt nicht das XFS gemeint, das X ist jetzt einfach nur ein Platzhalter, es kann ein beliebiges Filesystem sein, was nicht ZFS ist. Das schreibt einen Block, das heißt, diese Daten gehen durch die CPU, sie gehen durch das Motherboard, sie gehen durch den Hostbus-Adapter. Wenn man SAN hat, dann gehen sie nochmal durch die SAN-Infrastruktur durch, dann geht das durch irgendeinen Fiber-Channel-Controller oder was und dann kommt es erstmal auf die Platte. An jeder Stelle kann der Blitz einschlagen. Wir haben es ja gesehen an der Uni Ulm. Irgendeine Komponente kann beschließen, ach, Nullen sind langweilig, ich mache mal eine 1. Oder eine Firmware macht irgendeinen Fehler, oder irgendwo gibt es eine Überspannung, oder ein Alpha-Teilchen zerfällt und durch den radioaktiven Zerfall werden Elektronen in eine Gegend geschubst und dann hat man, ist alles schon mal vorgekommen, man muss nur die Serviceabteilung der großen IT-Dienstleister fragen. Alle würden sie dann nicken, ja, haben wir alles gesehen.
und ich bin dem hilflos ausgeliefert. Das Einzige, was bei einer normalen Platte passiert, ist die Platte selbst. Die baut sich noch eine kleine Checksumme dran, das ist eine 8-Bit-Checksumme und hängt sie an den Block dran. Und wenn beim Lesen die Checksumme nicht passt, dann sagt die Platte, oh, ich habe einen Lesefehler gemacht. Kann aber dann auch nichts tun, dann weiß man wenigstens, die Platte hat einen Lesefehler gemacht. Wenn aber beim Lesen einer Platte 2 Bits gekippt sind und es sind die falschen 2 Bits, dann kriegt die Platte gar nicht mit, dass sie einen Lesefehler gemacht hat und liefert mir einen Block, der kaputt ist, ohne dass es die Platte gemerkt hat. Und das passiert statistisch gesehen immer häufiger, weil einfach dieser Mechanismus viel zu alt ist. Es gibt da eine Untersuchung von CERN, weil die haben nämlich viele Daten zu speichern. Large Hadron Collider. Jedes Mal, wenn irgendwelche Partikel aufeinandertreffen, gibt es eine Batterie von Sensoren, die terabyteweise Daten auf einmal erzeugen. Die müssen dann kaskadiert über ganz Europa und die ganze Welt verteilt werden, damit die überhaupt verarbeitet werden können. Bei so vielen Daten tritt es sehr häufig auf, dass klassische Hardware Fehler macht. Und das hat die CERN in einem sehr wichtigen Papier nachgewiesen, nachgemessen und dann klassifiziert. Und da sieht man dann wirklich live, wie das ist. Was macht jetzt ZFS dagegen? ZFS hat ja diese Baumstruktur und in dieser Baumstruktur überwacht jeder seine Untergebenen. Das heißt, dieser Datenblock hier bekommt von ZFS schon oben, sobald ich diesen Block in meinem ZFS-Filesystem anlege, verändere oder in irgendeiner Form bearbeite, kriegt das Ding erstmal eine Checksumme verpasst. Diese Checksumme ist 256 Bit groß, die ist also größer als diese 8 Bit. Als Checksumme wird ein Algorithmus verwendet, der Fletcher 2 oder Fletcher 4 heißt. Es ist ein schneller Hash-Algorithmus, nicht besonders komplex, aber es reicht. Wer paranoid ist, der kann SHA 256 einstellen. Dauert ein bisschen länger, aber man hat einen kryptografisch harten Hash auf seinen Block angelegt. Und erst dann, wenn dieser Block seine Checksumme bekommen hat, geht er durch diese Kette von fehlerbehafteten Komponenten, wird gespeichert. Und wenn man das dann liest, dann kann man diesen Block gegen seine Checksumme dann kontrollieren und weiß, ob der Block korrekt ist. Und weil wir besonders fies sind, machen wir das Ganze verkettet in dieser Baumstruktur drin. Das heißt also, die Checksumme von diesem Block hier wird in den Metadaten darüber abgespeichert. Also getrennt von den eigentlichen Daten. Dieser Metadatenblock hier, der 256 Zeiger und die 256 Checksummen seiner Blöcke enthält, wird auch nochmal gecheckt und die Checksum hiervon wird in der nächsthöheren Ebene abgespeichert. Und so pflanzt sich das weiter fort bis zum Überblock. Und der Überblock, der hat einmal eine Checksumme für die Metadatenblöcke, auf die er zeigt, und er hat nochmal eine Checksumme von sich selbst, um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Und das Tolle daran ist, wer jetzt aufgepasst hat, der weiß, diese Checksumme ist ein kryptografischer Hash auf mein gesamtes Filesystem. Das heißt, ausgehend von diesem Überblock, jedes Mal, wenn ich einen Block lese, weiß ich haargenau, ob meine gesamte Datenstruktur korrekt ist, inklusive der Daten oder nicht. Das heißt, egal wer da irgendwas verändert hat, ich kriege das immer mit. Also ZFS kriegt das immer mit. Ist kein Entrinnen. Und so kann man dann sich gegen alles Mögliche schützen. Was kann denn passieren? Hier ist die Liste von Fehlern, die so in der Regel vorkommen. Hier kann man nur sogenannte Bitfäule auf der Platte erkennen. Also wenn auf der Platte Blöcke sich verändern, dann kriegt das eben diese jemand hier Checksumme von der Platte mit. Aber es gibt auch die Möglichkeit von Phantomschreiboperationen. Das heißt also, ich sage der Platte, schreib doch mal den Block. Die Platte sagt, okay, ich habe geschrieben, aber es ist nichts passiert. Warum? Weil der Arm zu träge war und nicht genug Strom an den Motor geflossen ist, was auch immer. Es gibt viele Gründe. Das ist alles schon mal vorgekommen. Wer will, kann einfach mal auf die Webseite von so einem Festplattenhersteller gehen und sich das Datenblatt genauer angucken. Da werden nur Wahrscheinlichkeiten angegeben. Sozusagen, das ist so die Block-Error-Rate dieser Platte. Das ist dann eine Zahl mit relativ vielen Nullen, aber wenn man das jetzt durch Terabytes teilt, dann stellt man fest, oha, einmal alle 3 Jahre kann es statistisch gesehen relativ häufig passieren, dass da mal Blöcke kaputt gehen. Phantomschreiboperation ist nur eine Möglichkeit. Es gibt auch noch verirrte Leseschreiboperationen. Geh mal nach Track 18 und gib mir den Block. Und dann geht der Arm aber nicht nach Track 18, sondern nach Track 19, weil der Motor ein bisschen zu viel Strom bekommen hat und liefert mir einen ganz anderen Block. Oder noch schlimmer, schreib mir mal auf den Track was und der Arm landet irgendwo zwischen Track 18 und Track 19, schreibt da sein Zeug da drauf und hat dabei gleich 2 Blöcke kaputt gemacht, nämlich weil er irgendwie dazwischen geschrieben hat. Da gibt es noch DMA Paritätsfehler, das ist das, was mal unserem Kollegen an der Uni Ulm passiert ist, ne? Fiber-Channel-Übertragungsstrecke, da ist zwar ein Error-Correcting-Code aktiv, aber es gab einfach zu viele Fehler, dass sie sich wieder ausgeglichen haben und man hat dann also einen Paritätsfehler erzeugt, den man gar nicht erkannt hat.
Treiberbugs. Es kann natürlich auch ganz normale Firmware auf so einer Platte auf die Idee kommen, irgendwelchen Humbug zu treiben. Gibt es klassische Fehler, die irgendwann beschließen, zu bestimmten Tageszeiten einfach mal nichts zu schreiben und dann wieder sich ganz normal verhalten. Und bis man sowas gefunden hat, dann dauert es ewig. Ja, oder versehentliches Überschreiben. Ich habe dann aus Versehen einen Block überschrieben, weil mein Arm falsch positioniert wurde. Das alles kann ich hier erkennen. Denn jedes Mal, wenn Daten verändert werden, stimmt eine dieser Checksummen nicht. Und ZFS weiß, oha, das stimmt nicht. Und kann dann eine saubere Fehlermeldung bringen, ohne dass man dafür ein Panic machen muss. Und das kann man zum Beispiel beim Spiegeln ausnutzen. Ja? Da war noch das Performance-Problem. Ich meine, jeder, der schreibt Zugriff oder sowas, pflanzt sich ja mit den Checksummen bis komplett runter durch. Mhm. Und muss abgeschlossen sein, damit die Transaktion... Das war vor 20 Jahren ein Problem. Da war CPU-Kapazität recht knapp. Bitte? Ja, wir sehen gleich, warum das beim Plattenzugriff nicht so schlimm ist. Aber damals vor 20 Jahren, da hat man sich gedacht, ja, Checksum wäre schön, aber das verbraucht zu viel CPU, das können wir uns nicht leisten. Heute loggt euch mal auf den Server ein und macht mal top, die eilen alle nur rum, die Server. Also kann man die CPU-Kapazität auch für Checksum verwenden. Die Daten, die ich hier hintereinander wegschreiben muss, das sieht nur so groß aus, weil das ein einfacher Binärbaum den ich gemacht habe. In Wirklichkeit ist dieser Baum so, dass diese ganze Metadatenstruktur nur 1% ausmacht. Wenn ich also 20 GB Daten schreibe, dann sind das ein paar 100 MB oder was? Na gut, das sind 200 MB Metadaten, die ich schreiben muss. Also nicht viel im Vergleich zu den restlichen Daten, die ich eigentlich schreibe. Das ist richtig. Die ganzen Transaktionen werden in ZFS im RAM erstmal gecached und alle 5 Sekunden wird ratz alles auf einmal auf die Platten gespeichert. Bei synchronen Transaktionen, also es gibt ja beim Unix, wenn man eine Datei öffnet, kann man sagen, ich möchte gerne synchron schreiben. Das heißt, wenn der Write-Call zurückkommt, sind die Daten auf Stable Storage. Bei synchronen Schreiben schreibt ZFS, cached ZFS das immer noch im RAM, schreibt aber die Blöcke, die geschrieben wurden, schnell und effizient noch schnell in eine, ich sag mal, To-Do-Liste auf Platte. Damit habe ich beides erreicht. Ich habe schnell meine Sachen auf Platte weggesichert, um den POSIX Standard einzuhalten, kann mir aber trotzdem 5 Sekunden Zeit lassen, um dann effizient die gesamte Datenstruktur wegzuschreiben und dadurch Performance zu bekommen. Wie hoch könnte dieser Baum jetzt maximal werden? Was war das jetzt? Es gibt keine Grenzen, es gibt nur diese 128-Bit-Adressierungsgrenze. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das bedeutet. Das müsste man mal ausrechnen. Das ist auch abhängig. Also so der Daumenwert bei heutigen Fallsystemen sind ungefähr 5 Stufen. Das ist nicht viel. Das ist nicht die Welt. Wir sehen auch noch gleich, wir können gleich noch mal ein bisschen ein Beispiel machen, warum das eigentlich schneller ist, als wenn man es anders macht. Wie viele Daten sind das jetzt in einer Ebene jetzt, die dann pro Hash berechnet werden muss? Pro Metadatenblock kann ich 256 Pointer speichern. Wie groß ist das jetzt auf der Platte denn letztendlich? Das heißt, worüber muss er den Hash spielen, jetzt für die nächste drüber? Das müsste ich nochmal nachschauen, wie groß der Block ist. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht heraus. Der Daumenwert ist, wenn ich jetzt ein Fallsystem habe und ich habe Daten da drauf, dann verschwende ich ungefähr 1% meiner Kapazität für diese Metadateninfrastruktur und 99% bekomme ich für nackte Daten zur Verfügung gestellt. Das ist ungefähr so viel wie bei jedem anderen Fallsystem auch. Ich bin jetzt ganz unten angekommen auf der Platte und ich habe jetzt auf die Platte geschrieben. Mhm. Um ganz sicher zu gehen, müsste ich jetzt auf der Platte gleich ansteht wieder lesen, um jetzt wirklich festzustellen, ob er es auch richtig geschrieben hat. Mhm. Das kommt gleich. Okay. Wenn ich jetzt einen Spiegel habe, dann schreibe ich meine Sachen ja auf 2 Platten. Und wenn ich von meinem Spiegel wieder lese, dann habe ich jetzt mal hier den Fall, ein Block wird mit falschen Daten von der Platte geliefert, aber die Platte hat gar nicht bemerkt, dass sie einen kaputten Block abgeliefert hat, also den uniholistischen Fall. ZFS kriegt mit, oha, der Block ist korrupt. Den kann ich nicht meiner Anwendung guten Gewissens geben. Schauen wir mal, ob auf der anderen Plattenhälfte der Block vielleicht richtig gespeichert wurde. Und siehe da, auf der anderen Hälfte ist der Block richtig gespeichert, das heißt ZFS weiß, aha, der Block ist korrekt, gibt der Applikation den richtigen Block und verwendet die Daten aus dem richtigen Block, um auf der kaputten Seite den Block wieder zu reparieren. Und das ist diese Selbstheilungsfunktionalität. Die gibt es bei einem normalen RAID-System nicht. Wenn ich ein normales RAID verwende, dann liest er abwechselnd aus beiden Hälften, um die bessere Performance zu bekommen, aber verlässt sich darauf, dass die Daten korrekt sind. Erst wenn die Platte von sich aus sagt, oh, ich bin kaputt oder nicht ansprechbar ist, erst dann wird auf die andere Platte als Ersatzplatte umgeschaltet. Das heißt also, wenn eine Platte kaputte Daten liefert,
dann bin ich dem schutzlos ausgeliefert. Bei Zettelfest ist es so, wenn der Platte kaputte Daten liefert, dann werden die Daten automatisch repariert. Das kann ich periodisch machen. Das heißt, ich kann entweder mich darauf verlassen, dass meine User ihre Daten oft genug lesen, um dann immer wieder mal nachzuprüfen, ob das richtig ist. Oder ich kann ein sogenanntes Scrub auslösen. Und bei einem Scrub wird die gesamte Datenstruktur von ZFS systematisch gelesen und bei Bedarf dann korrigiert. Dieser Hash ist jetzt für die gesamten Daten, im Bauch. Jeder Block kriegt einen Hash. Und jeder Metadatenblock kriegt einen Hash und durch die Verkettung in dieser Baumstruktur. Das ist jetzt unten, ganz unten in der vorigen Folie. Ja. Ganz unten. Den, ja. Sind die Daten selber jetzt? Genau, das sind die Daten. Das ist jetzt als Block bezeichnet, oder? Alles. Ein Block ist ein Block auf der Festplatte. Und ein Block kann entweder ein Datenblock sein, da sind meine Daten, das sind meine Filme, meine Mails und alles drauf. Und ein Metadatenblock ist ein Block, den ich brauche, um meine Datenblöcke zu finden. Ist dieser Block unten meine gesamten Daten oder ja, sind es in Blöcke geteilt, weil es ja praktisch üblicherweise mehrere Blöcke speichert, 512 Bytes oder irgendwas? Ja. Aber das ist nicht gemeint, denke ich. Nee, das sind jetzt logische Blöcke, in denen ich mir die Daten meiner Platte für mich selbst organisiere. Also, der Block kann jetzt ein K groß sein oder ein G groß sein? Genau, ZFS hat eine variable Block. Größe, die es immer der Anforderung gerade anpasst. Also Block okay, kann ein Kabel sein. Das heißt aber, der Hash ist über die gesamten Daten dann genau gebildet. Das heißt jetzt im nächsten Folien jetzt, ja, wenn ich jetzt das berechne oder feststelle, da ist ein Fehler, muss er ja die immer gesamten Daten gelesen haben, um diesen Fehler festzustellen, oder? Richtig. Ich muss, also das heißt, wenn hier was kaputt gegangen ist, ne? Dann, ich fange ja beim Überblock an zu lesen. Hier ist alles in Ordnung, hier ist alles in Ordnung, hier ist alles in Ordnung, hier ist was nicht in Ordnung, weil die Daten, die hier drin sind, passen nicht zu der Checksumme. Ja, aber wenn ich schon einen Teil von den Daten unten lese, nicht alles, sagen wir, ich habe da unten eine Datei, die ist jetzt 1 Terabyte groß, jetzt muss ich 1 Terabyte lesen, um die. Naja, die wird nicht in einem Block gespeichert. Also diese, irgendwann gibt es eine obere Grenze und dann macht es eher Sinn, diese Terabyte-Datei in 100K-Blöcke oder was aufzuteilen. Okay, also und aufgrund dessen, also ihr würdet immer die 100K auch lesen, die genau kleinste Einheit dann, um diese Fehler zu festzustellen. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der größte Block ist, den ZFS verwalten kann, das müsste man mal nachschauen. Aber es ist dann auch irgendwann mal, man hat es ja irgendwann mal mit Puffern zu tun. Also ich schreibe meine 20 Terabyte nicht alle auf einmal rein, sondern da wird ja dazwischen gepuffert und dann wird ZFS zwischendurch festlegen, ah, das macht Sinn, wenn ich das jetzt in 100K-Blöcke mache, weil irgendwie kommen die Daten immer so in 100K-Häppchen an. Also mache ich mir 100K-Blöcke zurecht. So, das heißt, ZFS macht eine Selbstreparatur seiner Daten, wenn gelesen wird. Man kann das systematische Lesen aller Blöcke auch einschalten, indem man einen sogenannten Scrub auslöst. Und ja, wenn man billige Platten hat, sollte man vielleicht alle 2 Wochen mal einen Scrub machen. Und wenn man teure Platten hat, vielleicht einmal im Monat. So ein Scrub ist natürlich auch schon ein bisschen aufwendig. Man geht durch alle Daten durch, man sollte das vielleicht am Wochenende machen. Dann, wenn nicht gerade viele User da drauf sind. Aber es ist ganz nützlich. Ich mache auf meinem Heimserver ungefähr einmal im Monat einen Scrub und ich habe in den letzten 3 Jahren, in denen ich ZFS habe, ungefähr alle halbe Jahre den Fall gehabt, wo mal ein Block kaputt gewesen ist. Den hat ZFS brav repariert, man kriegt eine saubere Fehlermeldung, so, hallo, ich habe einen kaputten Block gefunden, aber den konnte ich reparieren, deswegen sind keine Daten zu Schaden gekommen. Kann der Hintergrund laufen, der Scrub? Der Scrub läuft im Hintergrund, aber er belastet die Performance schon ein bisschen, weil das sind viele Transaktionen, die passieren und wenn ich gleichzeitig noch was schreiben will, dann... Man muss halt Priorität gleich runtersetzen, denke ich, oder? Noch nicht. Also so ein Scrub, es wird gerade der Scrub neu implementiert und dann kann man mehr Einfluss auf die Performance des Scrubs ein. Ich dürfte da keine Snapshots vornehmen zu dem Zeitpunkt. Wenn ich einen Snapshot mache, dann wird der Scrub angehalten und wieder von vorne angefangen. Das ist super. Wie gesagt, der Scrub wird neu implementiert. So, das Ganze kann ich mit RAID 5 auch machen. In diesem Fall nennen wir RAID 5 aber RAID Z, weil sich das ein bisschen unterscheidet von dem klassischen RAID 5. Das sehen wir jetzt gleich hier. Ich habe bei dem traditionellen RAID 5 habe ich meine Datenplatten und ich habe dann eine Platte, auf der die Parities geschrieben ist. Das ist jetzt vereinfacht gesagt. In Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter, aber das ist vereinfacht, kann man das auch da auf dieses Prinzip zurückführen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es ein sogenanntes Schreibloch passiert. Das heißt, ich will eine Datei speichern. In einem klassischen RAID 5 System muss ich meine Datei auf diese 4 Datenplatten aufteilen, parallel. Dann baue ich mir meine Parity draus zusammen. Ich bekomme also 5 IOs und diese 5 IOs setze ich gleichzeitig auf meine 5 Platten ab.
Und wenn dann der Strom ausfällt, nachdem drei IOs glücklich beendet wurden, aber zwei noch nicht fertig waren, dann habe ich Datensalat. Dann ist mein ganzer RAID 5 kaputt und ich komme nicht mehr an meine Daten ran und ich habe verloren. Und deswegen haben gute RAID-Produkte in der Regel einen batteriegepufferten Cache, der sehr teuer ist. In diesem batteriegepufferten Cache stehen alle letzten Transaktionen drin, das heißt, der Strom fällt aus, irgendwann kriege ich wieder Strom, dann steht in dem batteriegepufferten Cache drin, übrigens war ich gerade dabei, Folgendes zu schreiben, und dann sagt der RAID-Controller, dann schreiben wir es besser nochmal, weil es könnte ja sein, dass durch den Stromausfall was kaputt gegangen ist. Und deswegen muss ich teuer Geld für RAID-Controller ausgeben. Wie macht das ZFS? ZFS kann natürlich einen ähnlichen Algorithmus machen, also auch hier wieder vier Datenblöcke und einen Parity-Block aufgeteilt auf meine fünf Platten. Aber die Transaktion ist, wir erinnern uns, erst dann abgeschlossen, wenn der Überblock, nur einer, glücklich und sauber geschrieben wurde. Vorher passiert da nichts. Das heißt also, ich bin nicht mehr gegen dieses Schreibloch empfindlich, sondern wenn ein Schreibloch passiert, dann wurde auch der letzte Überblock nicht geschrieben, dann muss ich den Überblock davor nehmen, aber ich komme nochmal sauber an meine Daten ran. Das heißt, eine Transaktion in RAID 5 ist erst dann abgeschlossen, wenn dieser eine Überblock geschrieben wurde, und damit habe ich einen atomaren Prozess zum Schreiben auch bei RAID 5, und damit bin ich nicht mehr gegen dieses Schreibloch empfindlich. Und das kann man auch mit zwei Parity-Platten machen, das heißt dann RAID Z2 funktioniert genauso. Jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, warum man bei RAID-Controllern gerne einen Cache verwendet. Und zwar kann man in einem Cache viele Blöcke erstmal zwischenspeichern und dann kann man sich überlegen, wie man die möglichst effizient an die Platten weitergibt, sodass man die Daten, die man schreiben will, mit den Kopfpositionen halbwegs in Einklang bringen kann, um eine höhere Schreibperformance zu bekommen. Eine Platte schreibt dann schnell, wenn sie hintereinander weg auf demselben Track Blöcke hintereinander wegschreiben kann und ist erst dann langsam, wenn der Kopf ständig zwischen verschiedenen Tracks hin und her wechseln muss. Das kann man versuchen zu optimieren, indem man wartet, bis viele Blöcke aufkommen und hofft, dass mehrere Blöcke dabei sind, die zufällig auf dem gleichen Track landen. Das ist das, was ein Cache in einem RAID-Controller macht, was ein Schreibcache macht. ZFS, wir erinnern uns, schreibt ja eh nur in neue Blöcke hinein. Das heißt, ZFS kann sich von vornherein aussuchen, in ganze Tracks hintereinander wegzuschreiben, die gerade frei sind. Das heißt also, wenn mein Pool noch gar nicht voll ist, dann weiß ich anhand meiner Blockfreitabelle, wo sind denn noch halbe Tracks frei oder Vierteltracks frei oder ganze Tracks frei, und dann kann man hintereinander weg drauf losschreiben und muss sich nicht irgendwie dran halten, wo die Blöcke vorher gewesen sind. Das heißt, ZFS kann aus Random-IO-Situationen, wo zufällig geschrieben wird, Sequential-IO für die Festplatte machen, indem es sich beim Schreiben immer die richtigen Blöcke raussucht. Und dadurch hat ZFS eine höhere Schreibperformance als ein traditionelles Filesystem. Und dieser Vorteil, den ich habe, dass ich meine Random-IOs in sequentielle IOs für die Platten verwandeln kann, der ist ungefähr genauso viel wert, wie wenn ich einen Cache habe. Das heißt, ich kann mit ZFS relativ schnell auf Festplatten schreiben, ungefähr so schnell, als hätte ich einen RAID-Controller mit eingebautem Cache. Nur, dass ich mir den RAID-Controller sparen kann. Das heißt, wir brauchen nicht mehr teuer Geld für RAID-Controller auszugeben, sondern können das in Software billiger machen. Und das ist die Idee hinter diesen Open Storage-Sachen bei Open Solaris. Man kann also statt teuren großen Storage-Systemen mit viel Cache, der auch noch teuer sein muss, weil er batteriegepuffert sein muss, weil er schnell sein muss, nehme ich einfach einen Rechner mit Open Solaris. Dieser Algorithmus in ZFS ist in der Lage, schnell genug auf Platten zu schreiben, auch ohne einen Cache, und trotzdem sicher zu sein gegen Schreiblöcher und was sonst noch passieren kann. Und was neu ist, man kann das Ganze auch mit drei Parity-Platten machen. Der Algorithmus ist ein bisschen komplizierter. Wer Interesse daran hat, der kann ihn sich nochmal zu Gemüte führen. Das ist schon ein bisschen heftiger. Aber es funktioniert. Und es steht ausführlich im Quellcode drin, by the way. Genau. Das ist ein langer, langer Kommentar, wo der ausführlich beschrieben wird. Der Vorteil ist einfach, bei zwei Parity-Platten können beliebige zwei Platten ausfallen und ich komme noch an meine Daten ran. Bei drei Parity-Platten können drei Platten ausfallen und ich komme noch an meine Daten ran. Wer braucht das? Nun gut, klassisches RAID 5-System, eine Platte geht kaputt, ich nehme meine Ersatzplatte und ich muss die Daten, die auf dieser Platte waren, rekonstruieren, einen RAID-Rebuild machen. Das dauert. Es müssen nämlich alle Daten von allen alten Platten gelesen werden und dann werden die Checksum neu berechnet und dann wird aus der Parity dann rekonstruiert, was da drauf kommt. Das kann schon mal einen halben Tag dauern. Das heißt, man hat einen halben Tag, wo dann keine Platte ausfallen darf. Weil wenn jetzt noch eine Platte ausfällt, sind meine Daten futsch.
Das passiert natürlich ziemlich häufig, deswegen sollte man lieber darauf verzichten und gleich RAID Set 2 machen. Wenn man schon RAID 5 macht, dann macht man lieber RAID Set 2 Parity Platten. Dann hat man nämlich noch eine Reserve, während man den Rebuild macht. Und jetzt kann man natürlich weiterdenken, Platten werden immer größer, wir sind heute bei 2 Terabyte, irgendwann sind wir bei 10 Terabyte. Irgendwann dauert es 2 Tage, bis diese Platte gerebuildet ist, weil Platten leider nicht so schnell schneller werden, wie sie mehr speichern können. Und dann brauche ich dann schon meine dritte Parity-Platte. Hier gibt es noch einen Vorteil von ZFS. ZFS weiß, welche Blöcke auf der Platte wichtig sind und welche Blöcke nicht. Das heißt, wenn ich ein RAID-Rebuild machen muss oder mein Spiegel neu verspiegeln muss, und ich habe vorher wenig drauf gespeichert, dann dauert dieser Rebuild-Vorgang oder dieser Neuspiegelungsvorgang nur so lange, wie ich diese paar Daten, die ich da rekonstruieren muss. Ein normaler RAID-Controller oder ein Volume-Manager, der geht stumpf hin und kopiert einfach jeden Block, ob da Daten drauf sind oder nicht. Das kann er ja gar nicht wissen, weil er nicht weiß, was das Filesystem darüber tut. Und das ist der Vorteil von ZFS, wo Filesystem und Volume-Manager in einem drin sind. Ich habe mir gefragt, gibt es bei dem RAID Set 2 auch diese dynamische Stripe-Writing, oder ist das nur bei RAID Set? Ja, das gibt es bei RAID Set 2 auch. Also ZFS kann sich übrigens aussuchen, wie viele Platten es für die Daten und wie viele es für die Parity. Also Parity bleibt natürlich gleich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schreibverhalten habe, was jetzt was schneller daherkommt und dafür weniger Daten hat, dann kann ZFS entscheiden, dass es hier nur mit 3 plus 2 und nicht mit 4 plus 2 schreiben will. Das kann es sich dann zur Laufzeit überlegen. Das ist eine Tuning-Maßnahme, die ZFS dynamisch machen kann. Ich weiß nicht, ob das ZFS heute schon tut. Ich weiß, die Datenstrukturen sind dafür alle schon angelegt und es ist dafür schon ausgelegt. Ich erinnere mich, dass am Anfang das noch nicht implementiert war. Es kann sein, dass es noch dauert, bis es implementiert ist, aber rein theoretisch geht's. Data- und Parity-Platten, ist es von der Sicht des ZFS dann auch virtualisiert dann? Das ist quasi ja, also es ist nicht so, dass ich sagen könnte, das ist jetzt die Parity-Platte ja, oder so. Das recht klassisch ist eigentlich. Nee, das ist dann pro Transaktion. Du hast einfach nur 5 Blöcke und die werden dann auf die vorhandenen Platten irgendwie aufgeteilt, wie es gerade kommt. Hauptsache, die landen auf verschiedenen Platten. Drauf, das sind der Parity-Block. Genau. Das ist jetzt nur zur Veranschaulichung ein bisschen simplifiziert. So, jetzt kommen wir, das waren jetzt so die theoretischen Grundlagen. Also das ist das, was man wissen sollte über ZFS, damit man mit Fug und Recht behaupten kann, meine Daten sind sicher und dass das Ganze auch noch in vertretbarer Geschwindigkeit passiert. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Praktischen. Wie gesagt, 2 MAN-Pages, die man sich zumindest mal angucken sollte, MAN-ZBool, MAN-ZFS. Mit dem ZBool-Befehl administriere ich meine Hardware, damit mache ich aus Platten Pools. Und mit dem ZFS-Befehl kann ich aus Pools Filesysteme machen, um sie dann meinem User zu geben. Alles, was irgendwie damit zu tun hängt, wie ich meinen Usern Zugang zu meinem Speicherplatz gebe, mache ich in der Regel mit ZFS. Und alles, was damit zu tun hat, was die Hardware berührt, das mache ich in der Regel mit dem ZBool-Befehl. Wie baue ich einen Pool? Ich sage ZBool create, denke mir einen Namen aus. Hier habe ich den Pool mal Sesamstraße genannt. Ich will in diesem Pool 2 Platten spiegeln, also kommt das Schlüsselwort Mirror dazu und das sind die beiden Devices, die zu meinen beiden Festplatten gehören. Ich muss nicht mehr DevDSK oder was dazu schreiben, dann denkt sich ZFS, der wird wohl eine Platte gemeint haben und dann ergänzt er einfach mal DevSD oder Dev irgendwas davor. Man muss einfach nur sagen, welche Platte man haben will. Und wenn ich diesen einen Befehl abgesetzt habe, dann dauert es eine Sekunde. Und dann ist der Befehl fertig. Was passiert dann? ZFS guckt sich die beiden Platten an und überlegt sich, ist da eigentlich schon ein Filesystem drauf? Wenn da ein Filesystem drauf ist, dann kriege ich aus meiner Fehlermeldung Warning. Haha, da ist ein Filesystem drauf. Bist du sicher, dass du es auch wirklich noch machen willst? Und dann muss man den ganzen Befehl nochmal mit -F für false absetzen, um zu bescheinigen, dass man sich wirklich sicher ist, was man tut. Okay, angenommen, man tut's. Dann schreibt ZFS auf die Platte ein neues Label, also das, was man früher mit Format gemacht hätte. Nachdem es ein Label geschrieben hat, schreibt es die ersten paar Daten von der Blockstruktur hin, dann haben wir einen Pool, dann legt ZFS ein Verzeichnis automatisch im Filesystem an, weil es geht ja davon aus, dass man Daten speichern will, also legt es schon mal für uns ein Verzeichnis an, ein Filesystem an. Das Filesystem heißt so wie der Pool und dann wird ZFS sich denken, ja, wahrscheinlich wird er den auch gleich mounten wollen, weil er will ja wohl was speichern, also wird dieser Pool automatisch gemountet. Man kann also direkt danach ls-sesamstraße sagen und man hat Zugriff auf seinen Pool. Das wären früher
5 oder 6 Befehle gewesen. Ne? Also Platte labeln, Filesystem anlegen, mounten und dann nochmal die etc/vfs-Tab editieren und dann nochmal reinschreiben, dass das zum nächsten Boot gemountet werden soll. Das steckt alles schon im Pool drin. Wenn ich jetzt einen Reboot mache, dann ist mein Pool noch da und er ist unter /sesamstrasse gemountet. Ich muss das nicht mehr von Hand nachmachen. Kannst du ohne das machen? Das heißt, nur einen Pool erzeugen? Du ja, ich kann beim Erzeugen eines Pools eine Option angeben, bitte nicht mounten oder sowas. Also er nimmt defaultmäßig das, was man in der Regel einem normalen Menschen zutrauen würde. Wenn man es anders haben will, kann man es nochmal. Und Dateisystem erzeugt er immer, oder? Dateisystem erzeugt er immer, ja. Man braucht Dateisysteme im ZFS. Dateisysteme sind im ZFS auch ein hierarchischer Weg, um mehrere Dateisysteme zu organisieren. Ich kann beliebig viele Dateisysteme in meinem Z-Pool anlegen und ich kann sie so verschachteln wie in einem Verzeichnisbaum. Ich kann dann Vererbung zwischen Dateisystemen machen. Das können wir uns nachher nochmal angucken, wofür wir das brauchen. Denn in meinem Dateisystem Sesamstraße erzeuge ich ein neues Dateisystem mit dem ZFS-create-Befehl und das nenne ich Home. Und das Home-Dateisystem ist ein Kind in dieser Baumstruktur und dem Sesamstraßen-Dateisystem. Es sieht für mich aus wie ein Verzeichnis. Es ist, also ich kann /sesamstraße/home gehen. Das liegt aber nur daran, dass ZFS automatisch mein Unterdateisystem an den Mountpunkt des Unterverzeichnisses dran mountet. Und es sieht für mich aus wie ein wie Unterverzeichnis. Es sind aber wirklich zwei getrennte Dateisysteme, die ineinander liegen. Kann man jetzt in dem Sesamstraße eine Datei anlegen? Ja, ja, kann ich. Ich kann also parallel dazu auch Dateien anlegen. Bei Booten stellt die Struktur automatisch so wieder her. Genau. Die Struktur, wie diese Files, diese gesamten. Genau, alles, was ich wissen muss, um dieses Pool zu konfigurieren, steckt im Pool schon drin. Ich kann den Pool zum Beispiel exportieren, die Platten ausbauen, woanders wieder dran bauen und einen Z-Pool-Import machen. Dann werden alle 530 Dateisysteme drauf sind, an die 530 richtigen Stellen gemountet. Oder ich kann sagen, ich bin ein bisschen paranoid, vielleicht mountest du das Ganze ab einem anderen Root hin und dann gucke ich mir erstmal an, was da so drauf ist. Ne? Und jetzt machen wir mal den Beispiel. Ich habe jetzt hier ein Home-Dateisystem gemacht und ich habe 530 einzelne Filesysteme, einen für jeden User angelegt und später fällt mir auf, oh, ich wollte eigentlich noch eine Quota für alle einlegen. Dann muss ich nicht mehr einzeln alles anfassen, sondern ich lege einfach eine Quota für das darüber liegende Home-Dateisystem an und alle darunter liegenden Dateisysteme erben die Quota, ganz normal wie im objektorientierten Fall, erben alle Eigenschaften von dem darüber liegenden Filesystem. Das heißt also, dass Ernie, Bert und das Krümmelmonster, die alle ihre eigenen Filesysteme haben, die aber an Home dranhängen, sie erben die Quota von 1 GB. Jeder von denen kriegt 1 GB Quota zugewiesen. Jeder für sich. Also jeder für sich. Ja. Dass Home generell 1 GB hat und die anderen unterordnen sich 1 GB teilen. Nein, nein. Wenn ich Daten in Home ablege, dann gilt die 1 GB Quota. Wenn ich ein neues Filesystem da dran hänge, dann ist es ja nur ein Mountpunkt für ein anderes Filesystem. Dann gilt wieder eine ganz andere Quota, weil es ein neues Filesystem ist. Aber die Property, die zu diesem Filesystem gehört, in der bestimmt wird, welche Quota es bekommt, die wird geerbt von dem darüberliegenden, weil sie lokal gar nicht gesetzt wurde. Wenn ich jetzt lokal eine andere Property setze, also angenommen, das Krümelmonster bringt mir eine Schachtel Kekse vorbei und sagt, du, ich hätte doch gern 2 GB Quota, dann sage ich einfach ZFS, Z-Quota gleich 2G, Sesamstraße, Home, Krümelmonster. Und dann kriegt der seine individuelle Quota zugeteilt und alle anderen bleiben bei der Quota, die sie vorher gehabt haben. Ja gut, und wenn ich meinen Pool vergrößern will, ich will jetzt, meine Daten sind voll und ich brauche mehr Platz, dann sage ich Z-Pool add Sesamstraße, einen neuen Mirror mit 2 weiteren Platten. Und wenn ich diesen Befehl abgesetzt habe, auch der dauert nur eine Sekunde oder sowas, dann zack ist mein Pool größer und ich habe wieder Platz zum Wachsen. So mache ich einen Snapshot. ZFS Snapshot mit minus R mache ich einen rekursiven Snapshot. Das heißt, ich mache einen rekursiven Snapshot von Sesamstraße Home. Und alle Filesysteme, die darunter hängen, die werden auch gesnapshottet. Und alles zum selben Zeitpunkt. Und diesem Snapshot muss ich einen Namen geben. Und den Namen, den packe ich nach diesem Add-Zeichen. Also Add Montag oder Add und dann vielleicht ein Datum oder was. Oder man kann sich dann ausdenken, was man will. Und wenn man dann merkt, man hat einen gigantischen. Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht und ich will alles wieder zum Zeitpunkt Montag zurückversetzen, dann sage ich ZFS Rollback und dann kriegt der Ernie sein Filesystem so, wie er es Montag verlassen hat. Da war eine Frage. Habe ich das richtig verstanden? Also es wird nicht nur für jedes einzelne Dateisystem ist der Snapshot konsistent, also genau ein Zeitpunkt, sondern ja. Für alle Filesysteme ist es genau der gleiche Zeitpunkt. Genau. Mhm.
So, es gibt noch viel mehr Dinge, die passen jetzt gar nicht mehr in diesen einstündigen Vortrag hinein, aber hier mal ganz kurz, wo man noch nachgucken kann. ZRS-Filesysteme bekommen Attribute, das ist inzwischen eine ziemlich lange Liste von Attributen, die man pro Filesystem setzen kann. Ein Attribut ist Kompression. Wenn ich ZFS Set Compression gleich on sage für ein bestimmtes Filesystem, dann wird danach jeder Block komprimiert. Ich kann mir den Kompressionsalgorithmus aussuchen. Es gibt einen relativ einfachen Kompressionsalgorithmus, der sehr schnell ist und kaum CPU-Zeit kostet. Das ist der gleiche, der auch dann verwendet wird, wenn ein System panikt und dann ein Dump von seinem Hauptspeicher, also ein Core-Dump macht. Oder ich kann GnuZip verwenden, was dann ein bisschen länger dauert, aber vielleicht für ein Archivfilesystem gar nicht schlecht. Und wenn ich Kompression eingeschaltet habe, dann nimmt ZFS jeden Block, komprimiert ihn und schaut nach, hat sich das überhaupt gelohnt? Und wenn ich dann eine bestimmte Menge an Platz gespart habe, ich glaube, die Schwelle liegt, glaube ich, bei 20%, dann wird die komprimierte Version abgespeichert und nicht die normale Version. Und das wird dann alles komplett nahtlos wieder dekomprimiert, wenn ich die Daten lese. Der User bemerkt gar nicht, dass seine Daten eigentlich komprimiert wurden. Das kriegt nur der Administrator mit, der kriegt nämlich die Statistik ausgelesen. Es gibt dann eine Read-Only-Property, die einem sagt, welches die Compress-Ratio ist. Wenn also die Compress-Ratio bei 1,5 liegt, dann weiß ich habe ungefähr ja, die Hälfte gespart oder sowas. Ein Drittel habe ich gespart. Und damit kann ich dann sehen, wie viel mir die Kompression gebracht hat. Wenn ich mein Filesystem Ergänzung zur Compression zwei Dinge. Zum einen kann es tatsächlich passieren, dass damit das Ganze System schneller wird, weil weniger Daten übertragen werden müssen, sodass ich weniger Errors muss. Das tatsächlich nachgewiesen wird abgemessen. Ja. Und das zweite ist, es gibt häufig die Empfehlung, wenn man OpenSUSE installiert, soll man auch gleich, dann macht das Sinn, gleich bei der Installation sich nebendran ein Kernelfenster aufmachen und da die Compression auf dem Grundpool einschalten. Das ist gleich schon die Installation, die in einem kompliziertes Filesystem passiert, weil die Compression kann zu jeder Zeit im Filesystem halt ausgeschaltet werden. Und nur die Daten, die ab der Einschaltung wieder Filesystem kommen, werden komprimiert. Also dass die schon drauf liegen, sind noch nicht komprimiert. Dann kann man auch momentan zumindest noch nicht nachträglich komprimieren. Genau. Außer man kopiert es um und wieder hin. Das ging natürlich. Und deswegen, falls so die Empfehlung, wenn ihr installiert, gleich nachdem der Installer losläuft, Terminalfenster aufmachen, Compression einschalten und dann passiert es gleich schon komprimiert. Also gerade bei Laptop-Platten lohnt sich das wirklich, da wird das merklich schneller, weil einfach weniger übertragen werden muss. Das ist auch ein Feature, wo andere Betriebssysteme ganz stolz sind, dass sie es jetzt eingeführt haben. Mac OS X hat es jetzt gerade eingeführt, zum Beispiel, so nach dem Motto: Ja, wir komprimieren jetzt alles und das Laptop ist schneller. Das geht dann auch irgendwo darauf. NFS-Share, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt ZFS Set Share NFS gleich on sage, dann passieren verschiedene Dinge. ZFS redet mit der Service Management Facility, das ist, wir haben es vorhin gehört, der Ersatz für diesen etc/ind-Konstrukt. Und fragt die Service Management Facility, sag mal, läuft der NFS-Server? Und dann sagt die Service Management, nö, NFS hat bei mir noch keiner konfiguriert. Dann sagt ZFS, mach doch mal den NFS-Server an, denn ich habe hier jemanden, der will sein Filesystem sharen. Und dann wird der NFS-Server eingeschaltet, dann wird dann automatisch dieses Filesystem als Share freigegeben und ich muss das nicht mehr in einer Konfigurationsdatei einstellen. Das ist Teil der Pool-Konfiguration und da steht halt drin, das Ding wird dann geshared. Ich kann natürlich auch eine Option dranhängen, also ich kann sagen, Set NFS, Share NFS ist gleich RO, dann wird das halt Read-Only oder was geshared. Oder ich kann beliebige andere Share-Optionen dahinter packen und die werden dann automatisch von ZFS in Zusammenarbeit mit anderen Solaris-Systemen gemacht. Und das gleiche gilt auch für CIFS. Da gibt es dann halt die Share-SMB gleich on oder Share-SMB ist gleich User gleich sowieso oder wie auch immer man das machen möchte. So kann man dann sein ZFS-File-System automatisch dann auch per SMB sharen. Man kann Protos und Reservierung setzen. Wir haben schon über diesen Vererbungsmechanismus geredet. Damit kann man relativ effizient auch Tausende von Filesystemen verwalten. Denn das Anlegen eines Filesystems ist jetzt kein Akt mehr. Ich sage einfach ZFS Create und dann bin ich fertig mit dem Anlegen vom Filesystem. Ich kann also Hunderttausende von Filesystemen anlegen. Man kann ZFS relativ einfach backuppen. Man sagt ZFS Send und dann einen Snapshot, also man macht einen Snapshot und man sagt ZFS send diesen Snapshot, dann geht ZFS her, nimmt alle Blöcke, die zu diesem Snapshot gehören und schickt sie seriell nach Standard Out. Das heißt also, man kann nach diesem ZFS send Snapshot ein Pipe-Symbol machen, SSH und dann den nächsten Rechner, wo dann ein ZFS receive aufgerufen wird und so kann man File-System-Replikation zwischen zwei Rechnern übers Netzwerk machen. Und das lässt sich natürlich auch automatisieren. Ich kann mir einen Cronjob schreiben, der alle 5 Minuten einen Snapshot macht und dann per ZFS Send Receive über SSH diesen Snapshot auf das andere Filesystem am anderen Rechner repliziert. Und das kann man auch mit
Teilräumen machen. Das heißt also, man kann sagen, schick doch mal den Unterschied zwischen Snapshot 1 und Snapshot 2 per Stream auf den nächsten Rechner, und wenn er den dann empfängt, dann kriegt er nur das, was sich zwischen diesen beiden Snapshots verändert hat. Und so kann man für 0 Euro eine Funktionalität erreichen, für die ein richtiges Storage-System wirklich Lizenzgebühren in Höhe von Tausenden von Euro verlangt hätte und dann noch ein riesen Marketing-Blabla macht. Das kann man mit einem einfachen Einzeiler in der Shell dann machen. Gut, dann gibt es noch diese LFS V4-Akkus, die es auch in der NT-Welt gibt. Und ja, wir gucken uns gemeinsam nochmal die Manpage an. Ich habe sie selber noch nicht benutzt. Ich kriege das immer nur mit, wenn ich irgendwo zu Hause mein Filesystem an meinen Mac gemountet habe über CIFS und dann eine Datei schreibe. Dann sieht das unter Unix ganz furchtbar aus und ich muss erstmal chmod machen, damit ich wieder an meine Dateien rankomme. Das sind zwei verschiedene Welten, das weiß ich. Die klassischen alten POSIX. Es gibt die alten POSIX chmod-Sachen, also ganz normal 64 und so weiter. Und dann gibt es die alten POSIX-Ackels und dann gibt es die neuen NFS V4-Ackels. Und offenbar kann man entweder das eine oder das andere machen, und dann braucht man aber verschiedene Befehle. Und die neuen Befehle sind kompliziert, weil diese Ackels auch wieder sehr kompliziert sind. Da gibt es dann so lustige Sachen wie, diese Datei kann man nicht beschreiben, aber man kann an sie das dranhängen, was bei Logfiles sehr beliebt ist, aus Security-Gründen, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ja, und das ist jetzt alles ganz toll, aber was ist, wenn ich jetzt ZFS für andere Betriebssysteme nutzen will? Dann gibt es die Möglichkeit, sich ein Sibol zu bauen. Und ein Sibol ist einfach nur, mach mir ein Volume aus deinem Pool. Das heißt, es ist jetzt kein Filesystem mehr, sondern man bekommt ein Device, das kann man dann unter dev ZFS ganz normal als Block-Device ansprechen, sieht aus wie eine Festplatte, sind aber Blöcke, die in dem ZFS-Pool gespeichert sind. Und man kann dann zum Beispiel dieses Block-Device per iSCSI exportieren. Das heißt also, wenn man seinen Rechner hat mit OpenSolaris und ZFS und man exportiert eine iSCSI-Platte ins Netzwerk, kann man sie von einem Windows-Rechner zum Beispiel mounten und darauf dann irgendwelche Windows-Dateisysteme, NTFS oder was drauf machen. Und dann hat man ein NTFS, das durch ZFS nochmal abgesichert ist. Das ist sehr beliebt bei Virtualisierungsumgebungen. Also es gibt Leute, die haben dann ihre ganze Virtualisierungsfarm. Die meisten Virtualisierungsprojekte macht man für Windows, weil das ist so das Betriebssystem, wo es die meisten überflüssigen Rechner gibt, die man gerne runterkonsolidiert auf wenige große Rechner, also die vielen Print-Server, die vielen File-Server und wie auch immer, die sich so in den letzten 10 Jahren angesammelt hat. Und dann hat man eine zentralisierte Infrastruktur, kann über ZFS und iSCSI Block-Devices bereitstellen, die dann von den Windows-virtuellen Maschinen zum Booten oder für ihre Daten hergenommen werden, und hat damit auch für Windows eine wunderbare Filesystem-Infrastruktur. Ich habe zum Beispiel zu Hause auch mal so ein iSCSI-Target gebaut als virtuelle Festplatte und dann auf dem Mac gemountet. Für den Mac gibt es ja einen iSCSI-Initiator, der dann das Ganze als Mac-Festplatte zur Verfügung stellt und kann damit auf dem Mac dann Time Machine auf einer iSCSI-Platte auf ZFS machen. Also dann hat man sozusagen beides auf einmal. Gut, das war jetzt viel Stoff. Es war viel Theorie. Ich würde einfach sagen, probiert es aus. Nehmt euch ein OpenSolaris, installiert es mal, spielt ein bisschen mit ZFS rum. Am Anfang sieht es noch sehr einfach aus. Man weiß natürlich, durch die Praxis kommt man dann in so Fälle, wo der Teufel ein bisschen im Detail steckt. Das muss man auch mal über sich ergehen lassen, mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumspielen. Und vielleicht nur so ein paar Tipps. Mit Pools kann man also administrieren, was die Hardware so kann. Das heißt, man kann sich zum Beispiel einen Pool bauen, der gespiegelt ist, der ist dann schnell und sicher. Man hat dann einen zweiten Pool, der mit RAID 5 ausgestattet ist oder RAID Z2 sozusagen. Der ist dann langsam, aber er ist relativ sicher und ich habe viel Platz. Und man kann dann durch diese verschiedenen Pool-Qualitäten dann seinen Fachabteilungen verschiedene Qualitäten von Speicher zur Verfügung stellen. Willst du was Schnelles, dann musst du mehr zahlen, weil du mehr Platten dafür nehmen willst, oder willst du was Langsames, aber dafür geht da viel rein, dann nimmst du halt meinen RAID Z2-Pool. Oder einen Testpool, wo nur eine Platte drin ist oder sowas. Und mit Filesystemen, also über diesen ZFS-Befehl und mit beliebig vielen Filesystemen, kann man dann für die User Attribute administrieren. Man kann sich ein Filesystem pro Projekt überlegen und einen Klon machen, wenn man mit dem Projekt einen Meilenstein erreicht hat und dann weiterarbeiten möchte oder was. Da gibt es viele Möglichkeiten und da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man sollte immer daran denken zu Snapshotten. Das ist jetzt wirklich kein Scherz, dass man alle 5 Minuten Snapshot machen sollte. Es kostet ja nichts. Wenn in diesen 5 Minuten nichts passiert ist, dann kostet mich der Snapshot auch nicht viel. Und im OpenSolaris ist ein Daemon eingebaut, den man nur mit einem Haken einschalten muss. Und der macht dann alle 15 Minuten einen Snapshot. Der macht dann jede Stunde einen Snapshot, jeden Tag einen Snapshot.
und ich glaube jede Woche auch nochmal ein Snapshot. Und man kann dann mit diesem GUI, was in den Nautilus File Manager eingebaut ist, durch alle Snapshots wieder in die Zeit zurückrollen. Und die laufen einfach mit, diese Snapshots. Und die werden dann auch automatisch, wird der älteste Snapshot wieder gelöscht, wenn der Pool anfängt zu voll zu werden. Ja, und dann gibt es schöne Sachen, wo man dann in Kombination mit ZFS und anderen Teilen von Solaris schöne Sachen erreichen kann. Ich habe schon gesagt, ZFS und LFS sind schon gut miteinander befreundet, die verstehen sich. Mit iSCSI kann man auch sehr viel Schönes machen. ZFS redet mit der Service Management Facility. Das ist auch für mich so ein Punkt zu sagen, wenn jemand sagt, hallo, ich habe ZFS jetzt auf das portiert oder was, dann ist das nur die Hälfte der Story. Die andere Hälfte ist natürlich, ZFS ist sehr eng mit dem Memory Management verknüpft, ZFS ist eng mit anderen Punkten von OpenSolaris verknüpft und schöpft daraus auch sehr viele Vorteile. Gut, hier nochmal ZFS und iSCSI, das habe ich mal für einen Kunden aufgesetzt, der halt Schnittmaschinen damit beliefert. Und der hat sich natürlich gefreut, weil das ist diese Maschine mit den 48 Platten. Da sagt man dann halt ZFS create-v1t, dann habe ich eine Terabyte-Platte für ihn erzeugt. Die nennt man dann, was weiß ich, Volume oder was. Und dann sagt man set-share iSCSI gleich on und schon ist das Ding als iSCSI-Platte exportiert. Man kann bei diesem V noch ein S davor hängen, so ein kleines S, das steht dann für Sparse Volume. Das ist jetzt kein Sparse Volume, oder vielleicht doch. Das bedeutet nämlich so viel, dass dieses 1 Terabyte Volume erstmal nur einen Block belegt, weil da hat ja noch keiner reingeschrieben. Und erst wenn man in diese virtuelle Festplatte reinschreibt, werden Blöcke belegt, nämlich nur so viel, wie wirklich verbraucht werden auf der Platte. So kann man dann sogenanntes Oversubscribing machen, was auf gut Deutsch heißt, ich spiele dir eine Terabyte-Platte vor, obwohl das eigentlich auf einem USB-Stick ist. ja, damit kann man dann halt gute Storage-Dienstleistungen im Netzwerk für andere Betriebssysteme machen. Gut, hier ist nochmal die Architektur, wie das Ganze logisch aufgebaut ist. Das würde ich jetzt nochmal ein paar Stunden verschlingen. Hier nochmal nur ganz kurz. Hier unten, das ist der Treiber, der mit der Festplatte redet. Der Pool-Storage-Layer sind die Module von ZFS, die eben aus Festplatten diese Pool-Infrastruktur machen. Darüber gibt es eine Transaktionsschicht, das ist die Schicht, die diese ganze Baumstruktur verwaltet. Und da drin gibt es ein, oder da gibt es so verschiedene Module, die man verwenden kann oder die man andocken kann, um verschiedene Funktionalitäten zu verbessern. Da sehen wir auch gleich, wo das am besten Sinn macht. Und dann gibt es noch die Schicht, die da mit dem ZFS redet. Da ist ein Modul drin, was ZFS POSIX Layer heißt, was also die POSIX Filesystem-Funktionalität umsetzt. Die macht mir Verzeichnisse, ACLs und User und was weiß ich nicht alles. Daneben gibt es ein anderes Modul, das eben diese Virtual Volumes verwaltet. Und man könnte sein eigenes Modul schreiben, um zum Beispiel ZFS für eine Datenbank zu verwenden. Das heißt, man könnte sein eigenes Datenbank-Backend so schreiben, dass es auf diese Schnittstelle aufsetzt und dadurch am Filesystem vorbei eine bessere Performance oder wie auch immer liefert. Dann gibt es noch ein Device, das heißt ZFS. Das ist das Device, über das ich mit ZFS reden muss, um Konfigurationsänderungen zu machen. Dafür gibt es in der Userland-Seite eine Library und ich kann entweder mit meinem Kommandozeilentool Zpool oder ZFS ZFS administrieren, die reden dann mit der Library und dann mit diesem Device. Oder ich nehme ein GUI und dafür gibt es dann noch eine Java-Native-Implementation von diesem Interface. Und dann, wenn ich GUI verwende, dann wird also im Backend nicht ZFS oder Zpool aufgerufen, sondern der redet halt direkt über diese Schnittstelle mit dem ZFS-Subsystem, um was zu verändern. Wer mehr über ZFS lernen möchte, diese beiden Man-Pages, wenn da nicht beschrieben ist, wie man zum Ziel kommt, dann ist das für Sun ein Bug. Dann kann man da einen Dokumentationsbug eröffnen und sagen, in der Man-Page steht aber gar nicht drin, wie ich einen Spiegel aufmachen kann. Und dann wird es halt entsprechend behandelt. Aber da steht ja schon alles drin, deswegen tun sich die Leute leichter, diese Sachen zu sagen. Ansonsten gibt es auf docs.sun.com einen Administration Guide, der ist also ein bisschen mehr daran orientiert, was will denn ein Administrator in der Regel häufig machen und dann gibt es so Kochrezepte, wie man da hinkommt. Auf opensolaris.org gibt es eine ZFS-Community mit einer Mailingliste. Auf solarisinternals.com, das sind die Autoren von diesem Solaris Internals Buch, die haben ein Wiki dort eingerichtet, da gibt es ein ZFS Best Practices Wiki, wo dann so ein paar Tipps und Tricks für ZFS drin sind. Wie gesagt, das Solarium-Blog. Und dann habe ich auch noch ein Whitepaper geschrieben, das zum Linux-Tag 2007 veröffentlicht wurde. Da steht das Ganze auf Deutsch nochmal erklärt zum Mitschreiben, wenn man das also mal so gebündelt als Whitepaper nochmal lesen möchte. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Punkt, warum wir jetzt immer mehr über Flash-Memory reden. Und zwar liegt das daran, dass Festplatten zwar immer mehr speichern können, aber nicht wirklich schneller werden. Wenn ich mich erinnere, als ich angefangen habe bei Sun zu arbeiten, das war 1998, da war die schnellste Festplatte die 15.000 Umdrehungen pro Minute konnte. Und heute ist die schnellste Festplatte, die ich kaufen kann, auch eine, die 15.000 Umdrehungen pro Minute konnte.
Jetzt kann ich natürlich meine Daten schön hintereinander wegschreiben, dann kriege ich auch die meiste Performance aus meiner Festplatte, aber in der Regel habe ich es mit vielen kleinen Dateien zu tun, auf dem Mail-Server oder auf dem File-Server. Das heißt, das Wichtigste, was eine Platte mir liefert an Performance-Metrik, ist ein I.O. pro Sekunde. Wie viele I.O.s kann diese Platte pro Sekunde machen? Und diese Zahl hängt davon ab, wie schnell der Kopf positioniert werden kann und wie schnell sich diese Dinge drehen. Und das bleibt konstant. Das heißt also, Festplatten bleiben bei diesen 120 bis 250 I.O.s pro Sekunde festgenagelt. Schneller werden die nicht. Und das ist ein Problem, weil die Server, die dahinter hängen, die werden immer schneller. Und das führt dann zu einer gewissen Schere. Die Festplatten-IOPS, die werden nur sehr, sehr langsam schneller, also eigentlich gar nicht. Die Server werden natürlich immer schneller, weil dank Moore's Law wird jeder Server alle 2 Jahre doppelt so schnell oder kann doppelt so viel Daten erzeugen. Und das ist schlecht. Und daraus ergibt sich so eine Lücke. Und diese Lücke, die wird heutzutage mit Flash-Memory geschlossen. Denn Flash-Memory ist jetzt sehr viel schneller, was IOPS pro Sekunde angeht, als eine Festplatte. So ein Flash-Memory-Baustein wird Gott sei Dank jedes Jahr ungefähr 50% billiger. Also jeder, der Speicherkarten für seine Digitalkamera gekauft hat, der wird das bestätigen. Man kann Flash-Memory so bauen, dass es zuverlässig ist, also dass man so 5 Jahre Dauerschreibbetrieb auf so einen Flash-Memory-Baustein macht und es gehen keine Blöcke kaputt oder es werden schnell genug Ersatzblöcke rangeschafft, weil die inzwischen nämlich intelligente Controller haben. Aber die sind vor allem schnell. Ich kann 30.000 IOs pro Sekunde von einem Flash-Memory lesen oder 10.000 IOs pro Sekunde schreiben. Das ist 100-mal schneller als eine Festplatte. Das ist also genau das, was ich brauche, um diese Lücke zwischen Festplatten und Hauptspeicher im Rechner zu schließen. Das heißt also, Flash-Memory ist eigentlich das, was dazwischen kommt. Nur, wer kümmert sich denn darum, im Betriebssystem jetzt zu entscheiden, was wird jetzt auf eine Flash-Memory-Sache geschrieben, was kommt ins RAM und wann wird es auf die Platte ausgelagert, wer organisiert mir das alles? Und das kann ZFS machen. Das heißt, ZFS kann wirklich Flash-Memory als zusätzliche Schicht in diese Speicherhierarchie einbauen und an diesen beiden Stellen andocken. Und das sind die beiden Stellen, die beim Lesen und beim Schreiben interessant sind. Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, synchrones Schreiben bedeutet, ich muss meine Daten schnell zwischenspeichern, damit ich meinen Write-Befehl beenden kann und die Sachen auf Stable Storage gelagert sind. Das ist in ZFS das sogenannte ZIL, das ist das ZFS Intent Log, was normalerweise auf die Platte geschrieben wird. Ich kann aber ZFS eine Flash-Memory-Platte geben, also so ein Ding, was aussieht wie eine Flash-Platte, wo aber Flash-Memory drin ist und sagen, nimm das doch bitte für deinen Intent Log. Das nennen die Kollegen bei Sun immer sehr zärtlich WriteZilla, weil das einfach viel schneller diese Daten abspeichern kann. Das heißt, ich kann mein Intent-Log, was ich für POSIX-synchrone Zugriffe brauche, auf ein Flash-Memory-Device auslagern und habe damit meine Schreibperformance verhundertfacht, zumindest was die IOPS angeht. Das Ganze kann ich auch machen für Daten, die ich von meinen Platten lese. Es gibt hier nämlich den Adaptive Replacement Cache, das ist eine intelligente Cache-Struktur, die speichert alles, was vor kurzem gespeichert wurde, nochmal sicherheitshalber im RAM ab. Und alles, was besonders häufig gelesen wird, wird auch nochmal im RAM abgespeichert. Und ZFS nimmt defaultmäßig den gesamten RAM als Cache leer. Das ist super, weil man damit einfach den größten Cache, den man kriegen kann, bekommt. Man muss das manchmal ein bisschen zurücktunen, wenn man noch eine Datenbank hat, die auch viel RAM haben will. Weil ZFS eigentlich den Speicherplatz wieder zurückgibt. Es ist eng verwurzelt mit dem Memory-Management-System, kann aber ein bisschen dauern und das ist für ungeduldige Datenbanken doch ein bisschen langsam, aber deswegen kann ich es tun. Aber man kann diesen Adaptive Replacement Cache erweitern um eine Flash-Memory-Platte, die eben viel schneller ist als eine normale Festplatte und sozusagen als Second-Level-Cache dient. Das heißt, alle Daten, die hier rausfliegen, weil der RAM voll ist, die werden dann in so ein ReadZilla ausgelagert, das ist der L2-Arc, der Second-Level-Arc. Und damit habe ich dann eine automatische Beschleunigung von Lesezugriffen. Und wenn ich also einen File-Server habe mit 4 NFS-Schreibzugriffen, dann baue ich mir einfach eine Flash-Memory-Platte da ein. Und wenn ich einen File-Server habe mit 4 Lesezugriffen und die will ich beschleunigen und mein RAM reicht nicht mehr, dann kann ich mir hier eine Flash-Memory-Platte benutzen, um damit Leseoperationen zu machen. Und ich muss als Administrator nichts tun. Ich muss nur dem ZFS sagen, das ist deine Flash-Platte, nimm sie einfach. Und dann wird ZFS die automatisch da einbinden. Gut, es gibt ein Beispiel. In einem Beispiel kann man sich zum Beispiel das Ganze so konfigurieren, dass man eine höhere Read-Performance bekommt, eine höhere Schreib-Performance bekommt, zu etwa dem gleichen Preis. Warum? Weil man nämlich die teuren 15.000 RPM-Platten ersetzen kann durch billige SATA-Platten, die nur 5.000 RPM haben, die viel langsamer sind, denn die Performance zieht man sich jetzt aus dem Flash-Memory. Diese langsamen Platten haben aber den Vorteil, sie sind billig, sie können mehr speichern und sie verbrauchen weniger Strom. Das heißt also, je nachdem, wie man sich das zurecht konfiguriert, kommt man, wie in diesem Szenario, eben zu dem Fall, dass alles schneller ist
ungefähr das gleiche kostet, aber nur ein Fünftel vom Strom verbraucht, aber dafür doppelte Kapazität hat, weil eben SATA-Platten so brutal billig geworden sind und eben weniger Strom verbrauchen, weil die langsamer drehen. Man kann natürlich diese Variablen drehen, man kann sagen, ich will für mein HPC-System die höchste Performance haben, also nehme ich nur Flash-Platten, dann ist man natürlich bei hohem Preis und super hoher Performance dabei, aber muss dafür mehr Preis zahlen. Das ist mehr so die vernünftige Variante. Wie bringe ich es meinem Chef bei, der mein Budget nicht erhöhen will? Dann bleibe ich ungefähr im Budget, nur 4% drüber, aber habe dafür diese Vorteile und so kann ich meinen Chef überzeugen, dass er mir Flash Memory kauft. Gut, zum Schluss noch, wo gibt es ZFS? ZFS gibt es ja nicht nur in OpenSolaris, das gibt es ja auch in FreeBSD und ich habe nichts dagegen. Wenn ihr lieber FreeBSD mögt, dann nehmt halt ZFS mit FreeBSD. Es gibt viele Leute, die darauf schwören, die das gerne einsetzen, wo es gut zu funktionieren scheint. Es gab mal einen Port von ZFS für Mac OS 10, aber irgendwie konnten sich die Apple-Leute nicht mit den Sun-Leuten einigen. Da gab es wohl so ein paar Verhandlungen, die noch nicht zum Erfolg geführt haben und deswegen gibt es das erstmal noch nicht für Mac OS 10. Es gibt einen ZFS-Port für Linux als User-Land-Modul für Fuse. Das ist natürlich langsam, weil es nicht im Kernel integriert ist, aber man kann damit zumindest mal arbeiten. Warum das jetzt nicht in den Kernel gelangt ist, das wissen nur die Anwälte und die Linux-Community. Das ist halt so, die Linux-Leute sagen, bei uns kommt nur GPL rein und die Anwälte sagen, naja, CTDL würde das zulassen, aber ihr dürft das nicht auf GPL umbauen oder was. Und dann sind die Linux-Leute nicht irgendwie einverstanden, also das ist deren Problem. Es gibt einen Teil von ZFS, der unter der GPL lizenziert ist, nämlich den Teil, den man zum Booten braucht, weil nämlich es für einen Group ein Modul gibt, was ZFS anbooten kann. Klar, sonst könnte man das ja nicht booten. Das heißt also, wer schlau ist, der kann sich den Teil nehmen und ein bisschen weiterentwickeln, wenn er will oder wenn er Zeit hat. Zumindest hat man da die Möglichkeit, von ZFS zu booten. Gut, wem das alles zu kompliziert ist, das ist jetzt der Werbeblock, der kann das Ganze als fertige Kiste von Sun kaufen. Das Ding heißt Sun Storage 7000, ist im Grunde nichts anderes als ein Sun-Server oder zwei und ein paar billige Platten von Sun. Das ist nämlich ein JBOD, Just a Bunch of Disks, kein RAID-Controller, der kostet nämlich Geld. So billig sind die gar nicht, das sind halt relativ gute Platten, die man aber... Das sind aber SATA-Platten, die also weniger Geld kosten als die teuren 15.000 RPM-Platten. Dann ist dann OpenSolaris drauf. Und dann ist da noch meine Oberfläche drauf, die ich dann über einen Webbrowser ansprechen kann, wo ich dann so klickibunti-mäßig auspacken, einschalten, geht sofort das Ding konfigurieren kann, wie so ein NAS-Gerät, Network-Storage-mäßig. Dann haben wir noch eine Analytics-Oberfläche dazu spendiert. Das ist also ein Web-Interface mit coolen Ajax-Zeugs und bunten Kurven, das im Backend eine Kombination aus Performance-Tools von Solaris, den K-Stat und D-Trace benutzt, um zur Laufzeit mitzubekommen, was macht eigentlich mein System. Und das ist toll, das ist wirklich das beste Feature in dieser ganzen Geschichte. Man kann im Webbrowser sehen, wer erzeugt die meisten IOs, also welcher Client erzeugt über welches Protokoll die meisten IOs auf welche Datei. Und dann sieht man natürlich, dass Kollege Meyer Freitag noch vorm Wochenende sich die fette Filmsammlung, die er sich vorher über BitTorrent gesaugt hat, noch schnell woanders hin kopiert. Und dann kann man ihm sagen, du, das darfst du aber jetzt nicht. Und man sieht das genau, haargenau an dieser Analytics-Software, weil eben bei D-Trace man überall reingucken kann. Es gibt ein Video im Internet, wer mal auf YouTube sucht nach Shouting in the Data Center, der kann ein Video von einem der Entwickler von diesen Systemen angucken, wo er so eine Kiste anschreit, also richtig wah, auf den Platten schreit. Und dann sieht man in der Analytics-Oberfläche, dass bei Schreiboperationen die Latenzzeit merklich ansteigt, weil durch die Vibrationen des Geschreis die Kopfpositionierung schwieriger geworden sind und dadurch die Schreiblatenzzeiten erhöht werden. Man sieht das wirklich in diesem Video sehr, sehr schön. Gut, das war's. Ich weiß, das war viel Stoff, aber ich hoffe, das war interessant. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, ein bisschen über OpenSolaris zu reden oder über ZFS oder über beides. Dankeschön.